Willkommen zurück zu einem weiteren Livestream auf meinem Kanal. Erstmal ganz herzlichen Dank für alle, die dieses Projekt bisher verfolgt haben. Heute ist ein ganz besonderer Stream und zwar releasen wir heute Köln Roleplay. Ihr hört es, Köln Roleplay. Es ist ein wahnsinnig großes und komplexes Projekt. Wir haben ganz, ganz viele neue Fraktionen am Start. Ein eigenständiges Projekt, wo ich ja mal aus einer komplett anderen Perspektive sehe, was es heißt, ein Roleplay-Projekt erstmal durchzuführen und auch in der Projektleitung zu sein. Es macht mega Spaß. Ja, heute ist es soweit. Wir können euch nicht nur zeigen, was wir vorhaben, sondern es ist sogar soweit. Wir haben es soweit fertiggestellt, dass man auch dem Ganzen beitreten kann. Es ist noch nicht alles perfekt. Es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg und was auch ganz geil ist als Spieler, fand ich jedenfalls aus eigener Perspektive, wenn man als Spieler sieht, wie sich dieser Server entwickelt, macht das Ganze nochmal mehr Spaß, als wenn man schon einen, ich sag mal, komplett fertigen Server vor Gesicht hat. Jetzt aber die Frage, wie kommen wir auf den Server? Ganz einfach, ich starte mal direkt 5M. Es gibt nämlich ein paar verschiedenste Versionen von Köln Roleplay Servern. Und damit ihr den richtigen findet und nicht auf irgendwelchen zwei Spieler-Servern gelangt, zeige ich euch jetzt mal kurz über 5M, wie ihr an den richtigen Server kommt. Im Hintergrund seht ihr schon eine kleine Diashow von dem, was alles auf unserem Server möglich ist. Und zugleich, es ist nur ein kleiner Teil von dem, was tatsächlich möglich ist. Also wir haben hier ganz viele Sachen, die man machen kann. Und damit ihr jetzt mal seht, was wir hier alles vor uns haben, gehen wir jetzt hier einmal auf den richtigen Server. So. Perfekt. Dann zeige ich das Ganze mal ganz kurz. Auf 5M müsst ihr unter Köln RP das Ganze googeln und auf dem, wo schon jetzt aktuell gerade 12 Spieler drauf sind, da könnt ihr mal direkt drauf gehen. Owner ist hier Kevin Kirsch, damit ihr schon den richtigen Server habt. Körb Köln Roleplay, das ist der richtige Server. Am Anfang, ihr braucht eine kurze kleine Whitelist. Mal ist sie drin, mal ist sie nicht drin, je nachdem wie viele Leute Scheiße bauen in-game, muss man leider so sagen. Am Anfang gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze so zu gestalten, dass man direkt so reinkommt und dann, wenn ihr drauf seid, sollte das Ganze genau so aussehen. Ein kleiner Ladescreen und genau die Allowlist ist drin. Also müsst ihr euch kurz im Support melden und das Ganze kann dann schon beginnen. Wenn ihr den Discord braucht, kommt hier gerne drauf, meldet euch im Support und dann geht es direkt los. Allgemein hier auch gerne mal die Links direkt. Und dann würde ich mal vorschlagen, wir starten, haben Hype, Bock, Angriff. Die Supporter sind informiert, genau, sind im Support schon bereit, super. Wir sind auch soweit und dann wollen wir mal direkt loslegen. Und hoffen, dass wir hier was richtig, richtig Geiles am Start haben. Wir haben auf jeden Fall für Server Release uns was richtig, richtig Geiles überlegt. Ja, so, jetzt muss ich hier erstmal gucken, dass wir hier richtig drin sind. Ich höre schon die einigen Geräusche hier. Wir sind auf jeden Fall bereit. Perfekt. So, da muss ich mal kurz mein Funkgerät nochmal auswählen. Immer diese 1000 Einstell-Angelegenheiten. Und da sind wir, glaube ich, am Start. Genau, perfekt. So, jetzt hört ihr auch schon was. Und zwar ist hier unsere wunderschöne Air Baltic Maschine, die uns hier zum Flughafen bringen wird. Wir steigen mal direkt ein und falls der Pilot uns hört, wir können beginnen. Eine wunderschöne alte F-Fokker 27 mit Air Baltic Design. Da müssen wir mal gucken, dass wir die Starterlaubnis hier bekommen.
vom Tower und dann geht es schon direkt los. Tower, wunderschönen Tag. Airbus Lake 101, ready for departure. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier auf jeden Fall verdammt viele Jobmöglichkeiten. Und auch der Bereich Flughafen ist hier sehr gut vertreten. Wir haben ein ausgeklügeltes System am Flughafen, bei der Feuerwehr und bei der Polizei, also kommt gerne mit dazu. Und wir starten hier erstmal richtig schön Richtung Köln-Bonn Airport. Steigen jetzt auf 2000 Fuß und dann geht es schon direkt los. Oha. Okay, die Perspektive ist noch nicht so geil. Da müssen wir schauen, dass die Außenperspektive doch besser ist. Und ja, wie gesagt, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedenste Jobmöglichkeiten. Wir haben die Feuerwehr mit Rettungsdienst, wir haben funktionierende Drehleitern, Sonderfahrzeuge. Die Bundeswehr ist aktiv. Hier unten fliegen wir sogar gerade direkt über illegales Territorium. Man darf sich hier eigentlich nicht aufhalten, aber zum Glück haben wir hier unseren Bürgermeister am Start, der das Ganze direkt schon schön vorbereitet hat und uns eine Genehmigung gegeben hat, dass wir hier drüber fliegen dürfen. So, ich wusste jetzt nicht, wie lange jetzt hier der Flug wird, aber wir steigen immer noch weiter nach oben. Erstmal gleich eine schöne Runde hier über die Insel drehen. Ich glaube, gleich gibt es eine kleine Linkskurve direkt zum Flughafen. Und mit über 240 Knoten gehen wir hier auf jeden Fall Richtung Flughafen, was sehr geil ist. Und da können wir uns eigentlich schon gleich hier auf die Richtung Landeanflug machen. Und schauen mal, was uns am Flughafen alles erwartet. Denn wir haben, wie gesagt, verdammt viel vorbereitet. Was haben wir kopiert? Wir haben gar nichts kopiert. Wir haben alles per Hand selber eingefügt. Also wenn jetzt irgendwer wieder hier irgendwelche Fake-Kommentare raushaut, bringt dir gar nichts. Wir haben alles per Hand selber eingefügt, selber geskinnt und für alles Lizenzen. Also wenn irgendwer hier Stress schiebt, lohnt sich gar nicht. Wir haben alles auf Herz und Nieren geprüft. Und DFL-Modding, servus! Ab wann darf man mitmachen? Wir haben keine Altersbegrenzung, geistige Reife wird vorausgesetzt. Und, also über 12. Guten Tag, wunderschönen guten Tag. Airbus Lake 101, Establish ILS 12, right. Über 12 solltest du schon sein. Und natürlich, Punktdisziplin ist am Start. Kennt man. Oha. Immer diese wackeligen Landeanflüge. Ich hasse Fliegen. Köln Tower, wunderschönen Tag. Airbus Lake 101. We are established on runway 12 right. Oh, ich muss schon sagen, so eine schöne Maschine hier im Landeanflug. Clear land runway 12 right. Airbus Lake 101. Das hat schon was. Wir landen auf der 12 rechts. In der Hoffnung, dass wir auch hier gut ankommen. Bei so einer guten Landung braucht man nicht so klatschen, wenn man Vertrauen in den Piloten hat. Das haben wir auf jeden Fall. Saubere Landung! Super gemacht. Und jetzt heißt es Rollen zum richtigen Rollfeld. Ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen. Was uns hier alles erwartet, würde ich mal direkt sagen, warten wir mal darauf, was die Kollegen hier vom Flughafen uns hier zu sagen haben gleich. Okay.
Spaghetti Carbonara, wie sieht es aus mit Einreise? Ja, die Einreise ist eigentlich, ja, ganz normal. Hier mit einer kleinen Whitelist am Anfang. Und ansonsten könnt ihr direkt anfangen und, ja, Spaß haben. Ich glaube, jetzt müssen wir noch hier auf den Follow-Me warten. Balik 101, we will kill the runway. Mal schauen, was da gleich passiert. Normalerweise wird jetzt hier noch ein Follow-Me aufploppen. Wahrscheinlich sind die noch gerade in einer kleinen Besprechung oder noch nicht informiert, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Plan, wir wollen so realistisch sein wie nur möglich und gleichzeitig auch das, ja, umsetzen, was man auch umsetzen kann. Also wir können nicht alles umsetzen, das geht leider nicht. Es gibt leider irgendwo Grenzen bei 5M und GTA, aber ich denke mal, es wird trotzdem richtig, richtig geil. Body 101, we taxi straight ahead on runway 04 right and waiting for the following. Ah, wunderschönes Bild hier, wunderschön. Ja, wir warten ja im Rollfeld, warten aufs Follow-Me-Fahrzeug, was jeden Augenblick hoffentlich auftaucht. Und dann schauen wir mal direkt weiter. Sehr geehrte Fluggäste, wir bitten um Entschuldigung, wir müssen einige Minuten kurz auf den Follow-Me-Fahrer warten, nicht damit ihr Verständnis. Eine Berechtigung, ich kann nichts machen. Ah, ihr habt das gehört. Wir müssen einen Augenblick warten. Follow-Me-Fahrer. So ist es in der Realität auch. Wir haben aktuell Personalmangel an allen Ecken und Kanten. Also wenn ihr Bock habt auf Follow Me, auf Flughafen, auf Pilot sein, auf Busfahrer, auf was ihr noch gleich alles sehen werdet. Ihr könnt euch für alle möglichen Jobs bewerben. Ihr werdet in den meisten Fällen auch für alle Jobs genommen, wenn ihr eine aussagekräftige Bewerbung hinterlassen habt. Und dafür müsst ihr eigentlich nur auf den Discord-Server kommen und euch in den dementsprechenden Channels dafür bewerben. Genau. Ich glaube, da kommt schon was. Wo kann man sich denn whitelisten? Whitelisten kann man sich auf Discord einfach mal die Links, Ausrufezeichen Links, einfügen in den Channel und dann könnt ihr direkt anfangen. Oh. Da kommt ein Follow Me. Oh, wunderschön. Mit, okay, kombinierten Blaulicht. Ja, Balik 101. We are follow me. Mit Blaulicht und Rotlicht. Mal eine ganz coole Mischung. Rotan Wiging, hallöchen. Hi. Der Bamsus fragt, ob man ab 12 mitmachen kann. Ja, man kann ab 12 auch mitmachen. In dem Sinne haben wir keine krasse Altersbegrenzung, aber geistige Reife wird vorausgesetzt. Oh, da kommen hier ganz viele Fahrzeuge. Mega geil. Und was blinkt da vorne eigentlich so krass? Alter, was hast du hier für ein Flutlicht? Junge, Junge, Junge. Oh, was blitzt denn da? Interessant. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Was ist das hier vorne? Ist das die Flughafenfeuerwehr? Es ist die Flughafenfeuerwehr. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Mit Löschfahrzeug, mit FLF und sogar mit Drehleiter. Jo, richtig geil. Das machen wir auch hier für fast jedes Flugzeug hier. Das ist dann mal richtig, richtig geil. Balik 101 an der Flughafen Köln. Vielen herzlichen Dank für die Wasserfontäne. Wir freuen uns, das allererste Mal hier zu sein. Oh ja, und wie wir uns freuen. Richtig geil. Also ich glaube, da muss ich mal die Tage auch bei der Flughafenfeuerwehr mal vorbeischauen. Und hier links haben wir schon eine EasyJet, ein A321. Oh mein Gott, schönes Teil. Gibt es auch natürlich mit verschiedensten Versionen. Da wird, glaube ich, aktuell die Kabine sauber gemacht und wird dann nochmal dann ready gemacht für den nächsten Einsatz. Und hier vorne unsere Parkposition
ist Gate 2. Position Alpha 2, wie es so schön heißt in dem Sprechtonus, den man hier hat. Und hier stehen auch schon diverse Fahrzeuge bereit, die uns dann einweisen. Ja, aktuell ein bisschen dunkel, das ist recht schade. Aber ich meine, wir sind die ganze Nacht durchgeflogen. Wir sind die ganze Nacht hier am Arbeiten gewesen und tagsüber. Jetzt haben wir hier einen wunderschönen Start in den späten Abend. Vielleicht können wir ja gleich nach einem kleinen Nickerchen, ja, zum nächsten Morgen uns begeben und weiter kurz schlafen. Aber ich glaube, erstmal nach der ganzen Ankunft hier am Flughafen. Auf jeden Fall sind diese Bilder einfach nur genial. Und da gehen die Triebwerke aus. Muss man sagen, einfach nur geiler Flughafenbetrieb hier. Darf man hier schon aussteigen? So, einen wunderschönen Tag, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns, dass Sie bei uns mitgeflogen sind, bei Air Baltic. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Sie dürfen jetzt aussteigen. Cool. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich hier auf dem Flugfeld, wenn hier keiner ist? Eieiei. Schmeißen nämlich hier einfach vom Flugfeld runter. Beim Tower von Air Baltic 101, wir haben momentan noch kein Abfertigungspersonal hier auf Position. Könnten Sie da eventuell jemand noch schicken? Eieiei. Aber hey, man kann ja auch im Flugzeug sich bewegen, was richtig geil ist. Hier links ist schon einer, hier rechts sitzt auch einer. Also die Leute sind hier auf jeden Fall schon am Start. Das ist cool. Ein begehbares Flugzeug gibt es auch nicht überall. Und sogar Cockpit. Oh mein Gott. Ich glaube, da nutze ich mal kurz die Zeit, um ins Cockpit reinzugucken. Ich glaube, vielleicht werde ich auch mal Pilot. Ich habe auf jeden Fall einen Hobbyflugschein, aber ob der auch nachher für eine A321 gilt, ich weiß ja nicht. So, ansonsten, ich guck mal, dass wir hier rauskommen. Ja, meine sehr verehrten Gäste, hier spricht nochmal der Pilot aus dem Cockpit. Das Aussteigen verzögert sich noch um ein paar Minuten, bis hier das Bodenpersonal an Position angekommen ist. Wir bitten nochmal um Ihre Geduld, aber es sollte eigentlich gleich losgehen. Dankeschön. Alles klar. Ach, kein Problem, das mit dem Flugzeugpersonal, das kenne ich. Überall Personalmangel, wohin man schaut. Braucht man TS? Nein, braucht man nicht. Hier kann man direkt einfach so rein. Alles ist serverseitig von Mods, Sirenen, alles. Ihr braucht komplett gar nichts. Außer direkt, 5M Server zu suchen, Köln Roleplay und hier den Discord. Dann seid ihr auch schon direkt mit dabei und dann könnt ihr schon direkt anfangen. So, wir gucken mal, vielleicht kommen wir hier auch nochmal raus. Das ist natürlich der Nachteil. Ach, guck mal. So, hier stehen wir jetzt vor der Tür und ich denke mal, wir warten noch hier einen Augenblick. Moment, drück dich mal vorbei. Was? Wer will wo vorbei? Ah, hier. Da müsste der Pilot sein. Jawohl. Sie sind sehr gut geflogen. Ein Piloten. Mein Gurt klemmt. Ja, ich komme vorbei, Kelvin. Mein Gurt klemmt. Ach, herrlich. Es ist noch ein etwas älteres Flugzeug, deswegen. Also vielleicht sollte das mal in die Reparatur. Ja, der Herr, ich würde Sie einmal bitten, wir haben hier gerade einige Probleme mit dem Flugzeug, dass Sie vielleicht mal ein bisschen an die Seite gehen. Ja, kein Problem. Sonst, ich nehme dann schon mal den Transfer zum Flughafen. Elvin, wartet. Ist der Wagen schon zum Einsteigen bereit? Ja, warten Sie einmal kurz bitte, wir haben gerade noch ein bisschen die Tür, spinnt gerade. Ach ja, das ist ja wunderschön hier alles. Gleich. Ja,
Macht gleich, wenn wir weg sind. Ach. Dann steige ich schon mal ein. Herzlichen Dank. So, so, wir sind. Sie können jetzt einsteigen. Ja, ich bin schon dabei. Das dauert auch mal hier einen Augenblick. So schön die ganzen Fahrzeuge auch sind, so ihre Eigenheiten haben sie leider schon. So, sind sie drin? Ja, da sind wir drin. Ja, bis der Herr hier vom Gate runter ist, okay? Der Herr? Bitte bleiben Sie so lange drin sitzen, bis der vom Gate verschwunden ist, danke. Alles klar, hallo. Verstanden. Ich bin bei Ihnen im Bus, ja. Guten Tag. Wenn Sie mich zufällig auch mitnehmen. Entschuldigen Sie? Obwohl. Ah, genau. Fahren Sie schon mal weiter. Moment. Tim, du hast gerade Nightbot gelöscht, gelöschte Nachricht. Ja, komisch. Das muss ich mal, glaube ich, wieder umstellen, dass das funktioniert dann gleich. Und wir machen jetzt auf den Weg. Der Flug. Ja, der Flug war sehr angenehm, butterweiche Landung. Also ich muss schon sagen, das Personal hier ist auf jeden Fall gut ausgebildet. Bin mal sehr gespannt, was mir hier auf Köln noch so alles erwartet. Auf jeden Fall, der Flughafen funktioniert schon mal einwandfrei. Flughafen, Feuerwehr auch. Mega geil. Oh, jetzt wohl geregnet. Mir wurde noch herangetragen, dass es sich gleich hier um einen... Hey, die Schranken sind manchmal ein bisschen hartnäckig. Ja, das habe ich auch schon gehört. Also wir haben doch, glaube ich, auch bei der Feuerwehr einen Techniker, der nur für die Schranken zuständig ist nachher. Nächster Halt, Flughafen Haupteingang. Bitte alle Passagiere aussteigen. Oh, habe ich gerade hier einen Busfahrer gewöhnt. Aber herzliches Dankeschön für den Abholservice. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal 30 Euro Trinkgeld. So, der Herr, genau. Dann würde ich Ihnen gerne einmal Trinkgeld geben, wenn es in Ordnung ist. Dann können Sie sich gleich ein wunderschönes Schnitzelchen davon kaufen. So, wo haben wir es denn hier? Noch alles nachschauen, passt. So. So, wohin muss ich jetzt? Hier ist sind ganz viele Busse. Wohin muss ich? Genau. Also, kommt mal an, wo Sie hinfahren möchten. Wenn Sie Richtung Polizei zum Beispiel fahren möchten, steigen Sie in den vorderen Bus ein. Möchten Sie Richtung Feuerwehr fahren, steigen Sie in diesen Bus ein. Und möchten Sie Richtung Krankenhaus oder Rettungsdienst fahren, steigen Sie nochmal in den hinteren Bus ein. Okay, dann würde ich, glaube ich, den zweiten nehmen Richtung Feuerwehr. Ich glaube, die anderen Fluggäste können auch sich langsam auf den Weg machen. Die anderen Fluggäste dürfen jetzt von mir aus alle erscheinen und kann losgehen. Perfekt. Kollegen, ich habe, glaube ich, gehört, wir müssen einmal zum Arbeitsamt. Naja, die Busse halten alle einmal beim Arbeitsamt an, machen Arbeitsamtsstopp. Oh. Dann ja, schlage ich vor, dass wir alles in einem Bus am besten machen, dann sitzen noch mehr Leute in einem Bus drin, ist umweltfreundlicher. Richtig. Dann ab alle in blauen. Nein, ich denke mal in die Mitte, oder nicht? Ich okay, sagen, dann doch in den blauen. Zwei ist besser. Dann können wir im Takt fahren. Ja, dann ich nehme den vorderen. Wunderschön. Dann nehme ich den. Schönen guten Tag. Den der Busfahrer hier? Ja, ich bin mit Motorrad Einreisedings. Okay. Soll ich den Busfahrer übernehmen, der Herr? Ja, könnt. Boah. Menschen, ja, dann die dann steigen sie doch alle mal ein. Und mach direkt ja, Moment, ich mach ihn nochmal. Sie sind mir ja einer. Direkt die Tür vor die Nase zuschlagen hier. Mann, Mann, Mann. So. Aber dann setze ich mich gerne daneben. Und dann würde ich sagen, let's go. Let's fetz, wie es so schön heißt. So. Immer dann diese geht es los. Oh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was mich hier alles erwarten wird. Hey, und diese Blinker hier.
Ehrlich. Ja, anscheinend sehr selbstständig. Der Bus, der denkt mit. Das ist ein Vorläufermodell des Teslas, der automatisch direkt blinkt, schon bevor der Busfahrer weiß, wohin er fahren will. Blinkt er schon, weil jetzt zum Beispiel nach rechts blinkt der Bus schon nach rechts, bevor der Busfahrer nach rechts fährt. Ist das nicht geil? Das ist eigentlich ein sehr großer Vorteil, ne? Ja, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Könnte man sich dran gewöhnen. Ja, nur dass er jetzt, wenn man nach geradeaus fährt, schon direkt mit Warnblinker antwortet, weil er sich da nicht entscheiden kann, wohin. Okay, er weiß also noch nicht, wohin. Nee, man muss es irgendwie, weiß nicht, ganz wohin. Blinkerwasser ist defekt. Ich denke ja, auch. Ich denke mal, man muss die Flüssigkeit anscheinend nachfüllen nochmal. Ja, wahrscheinlich. Ja. Himmel, LSPDFR, kannst du mal die Bundeswehr zeigen? Ja, kann ich. Werde ich auf jeden Fall die Tage. Ich kann jetzt heute nicht alles auf einmal zeigen. Wir haben Feuerwehr, wir haben Polizei, wir haben Rettungsdienst, wir haben Flughafen, wir haben ADAC, wir haben Redline Performance. Das ist unsere eigene Abteilung für Tuning, für Fahrzeugreparaturen und noch ein paar andere Spezialaufträge. Nee, Flug war sonst ganz angenehm, sagen Sie. Ja, der Flug, also ich persönlich fand den auch sehr angenehm. An sich fand ich den Flug in Ordnung. Ich bin leider ein Mensch, der Flugangst hat und deswegen waren die Kotzbeutel leider Kotzbeutel. Genau. Wobei auf meinem lieber drauf stand, ich wäre auch gerne lieber eine Popcorn-Tüte, aber ja, ging leider nicht anders. Das Mittagessen hat guten Tag gesagt. Genau, zum zweiten Mal an diesem Tag. Eieieiei. Wohin fahren wir jetzt eigentlich? Wir fahren jetzt zum Arbeitsamt. Genau. Da dürfen natürlich dann auch die restlichen Passagiere, die dann erscheinen sollten, natürlich einmal mitfahren. Dass wir natürlich auch einmal so eine kleine Rundfahrt hier durch die Stadt machen. Und natürlich auch ein bisschen was zeigen. Das hört sich doch gut an. Genau. Ihr habt's gehört. Sobald wir am Arbeitsamt angekommen sind, dürfte es dann losgehen. Ja, denke ich auch. Ab dem Zeitpunkt, wo wir hier gleich am Arbeitsamt sind, dann dürft ihr offiziell alle auf den Server. Kommt auf den Discord-Server, kommt zu dem Support-Bereich, lasst euch whitelisten und dann könnt ihr schon direkt hier beginnen. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen. Na, zum Glück ist die Polizei noch nicht so. Volume 1 für Runway Inspection, want to ride. Oh, wir sind noch im Flugzeugpunkt drin. Ach, herrje. Oh, da kommen schon die ersten Herrschaften an. Sehr schön. Ein wunderschönen Tag. Loading Gun. Hallo. Hashtag, Ausrufezeichen ja, DC, Discord, in den Chat ja, Herrschaft, und dann könnt ihr... Wir machen hier kurz einen Zwischenstopp. Na, was will ich denn da? Da geht die Action auf jeden Fall schon gut los, würde ich sagen. Herr Busfahrer. Ja, bitte. Dann muss ich mich nochmal hier einmal ganz kurz ein wenig vorbereiten. Ein paar Sachen müssen noch geregelt werden. Volume 1, Bahninspektion beendet, Bahn freigegeben. So, wir müssen uns hier mal kurz aus dem Flughafenfunk abmelden. Sonst haben wir zu viel Flughafen. So, wir sind frei auf Funk, wie es so schön heißt. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf Discord Sie müssen mich mal kurz zu kommen. Ja? Bitte was? Ich habe gesagt, Sie müssen mich mal kurz entschuldigen. Ich müsste mal kurz weg. Also, ja, kein Problem. Kommt auf den Server. Es ist eine Menge Spaß hier. Es gibt eine Menge coole Fahrzeuge, coole Jobmöglichkeiten, ob im Wasser, auf dem Land oder in der Luft. Kommt gerne rein. Ja, wenn wir sehen. Und dann könnt ihr direkt anfangen. So. Ist aktuell noch ziemlich leer hier auf den Straßen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, gerade auch für die Einreise ist das ganz gut, dass man mal ein bisschen
ja, freie Bahn hat. Damit man auch wunderschön. Wunderschönen Tag, Herr. Okay, das Ganze hier komm, machen kann. Kommen Sie mal kurz mit auf Seite, bitte. Was? Gibt jetzt schon die ersten Personalkontrollen hier? Eieiei. Ei, ei. Hier geht's auf jeden Fall gut ab. Pascal Schulz! Oh Gott. Du bist bei der Feuerwehr. Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Grüß Gott. Was kann man für Sie tun? Grüß Gott. Ich wollte eigentlich nur hier die Straße auf- und ablaufen. Ah, okay. Ich habe eigentlich noch kein großartiges Ziel hier gerade. Sie sind wahrscheinlich auch neu dazugekommen. Ich bin Busfahrer. Ah, der Busfahrer, alles klar. Ich weiß gar nicht, wann es hier jetzt weitergeht. Ich glaube, wir warten noch einen Moment. Ich bin eigentlich aktuell Praktikant beim Flughafen, aber wurde von der Stadt Köln haben wir die Nachfrage bekommen und da habe ich die Ehre bekommen. Ah ja, genau, ich erinnere mich. Deswegen. Moin, moin die Leute, ich störe nur ungern. Einmal ein bisschen Abstand, weil da vorne brennt es. Wie, was, wo, Feuer? Jetzt schon? Ah! Was? Eieiei, da ist schon wieder gut Action hier, würde ich sagen. Ich glaube, das muss ich mir mal angucken. Ab wann ist der Server? Der Server ist altersfrei. Geistigreifen wird vorausgesetzt. Und ja, Bayerische Feuerwehr, das ist mein Server. Da könnt ihr gerne alle draufkommen. Ist jetzt geöffnet. Und dann mache ich erstmal ein paar geile Fotos hier von der... Oh, Feuerwehr. Köln-Harlev. Oh, geil, Alter. Ich glaube, da muss ich auch mal gleich vorbeischauen. Schön bei der Feuerwehr. Und als ob jetzt schon hier das... ganze Haus brennt. Mensch, ist das hier schon richtig Action hier? Dafür müssen wir definitiv auch was tun gegen die ganzen ganzen Gaffer hier an einer Stelle und direkt die Polizei. Oh, einen wunderschönen guten Tag. Wunderschön. Erstmal. Wunderschön. Sie sehen so gut aus in Ihrer neuen Uniform. Die steht Ihnen richtig gut. Ja, danke. Ich bin ja auch hier der leitende Direktor, ne? Ach, direkt schon der Oberchef. Der Oberguru, ja, natürlich. Der Gartenguru vom Dienst, verstehe. Ah, aha, genau. Sind Sie gut angekommen hier? Ich bin neu angekommen. Ja, ich bin auch gerade frisch dazugekommen. Ich muss sagen, richtig geiler Server hier. Ja. Der Flughafen gefällt mir auf jeden Fall. Bin mal sehr gespannt, wie gleich die Polizei und die Feuerwehr aussehen. Ich sehe auch schon, dass hier immer mehr Leute dazukommen. Ihrer Sicherheit natürlich werde ich in einem Bus fahren, damit natürlich sie auch sicher überall hinkommen. Ah, Special Secret Service, verstehe. Richtig, ich habe meinen Job mal eben geschenkt. Oh, ich muss Ihnen mal sagen von der Feuerwehr, Sie machen echt guten Job. Darf ich ein Foto von Ihnen machen? Gerne. Käsekuchen. Sagen Sie Tschüss, Wasserhydrant. Ameisen-Scheiße. Super. Boah, da muss ich gleich auch mal nachher eine Runde mitfahren, wenn ich einen Führerschein habe. Uiuiui. Foxy, wirst du der Einzige sein, der streamt? Aktuell bin ich erstmal alleine. Später wird es sich mit Sicherheit bei Zeiten ändern, aber aktuell... Werde ich der Einzige sein, der hier alles streamt, alle Perspektiven? Ja, der Herr, der Herr. Ja, der Herr, der Herr. Wäre sehr nett, wenn Sie sich hier vorne aufhalten und bitte nicht in meinem Gebiet kurz, ja? Ich bleib mal hier stehen. Wunderbar. Und, Oh nee, nur Nasenschutz, bitte. Ja, was wollte ich sagen? Genau, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Genau, Blaulichtspotter unterwegs, genau. Und Alex LP ist auch da, schön dich zu sehen. Genau, um die Frage zu beantworten, zwecks Streaming und Videos. Da das hier mein Server ist, natürlich nicht ganz alleine, aber größtenteils, wird es hier in ganz großem Umfang Streams und Videos geben von allen möglichen Fraktionen. Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Flughafen aus den verschiedensten Jobmöglichkeiten
Das kann ich jetzt nicht von heute auf morgen alles machen. Deswegen wird das ein, zwei Monate dauern, bis ihr jede Perspektive quasi gesehen habt. Busfahrer, Hennisch. Sind Sie nicht der Busfahrer? Ich bin von dem hier der Busfahrer, nicht von dem anderen. Eieiei. Ja, das, ich glaube, der war gerade da. Der ist hier um die Ecke gegangen. Der vordere Bus und dann meiner eigentlich. Ja, alles gut, alles gut. Ah, hier sind schon Fliegen, Alter. Eieiei. Ja, wie läuft es ab, wenn man joinen will? Ja, einfach auf Discord. Ausrufezeichen DC oder Discord hier in den Chat und auf den Discord-Server joinen. Und anschließend im Supportraum melden und dann werdet ihr gewitelistet und könnt direkt auf den Server 5M Köln Roleplay kommen, starten, beginnen, Spaß haben, genau hier spawnen, auftauchen, einreisen in die Stadt und dann werdet ihr von unserem tollen Busunternehmen hier abgeholt und dann, bitte, ja, dann geht es schon zu den einzelnen Fraktionen. Und tragen das bitte beim Kleidungsladen, weil... Ja, ich weiß, wir fahren einmal alle zum Kleidungsladen. Okay. Ja. Hat die Feuerwehr einen GW-Höhenrettung? Einen GW-Höhenretterwagen? Ich frage mich nur, wo der Busfahrer hin ist. Aktuell ist noch ganz viel in der Entwicklung. Wir haben hier ganz viele Sachen schon fertig, allerdings noch nicht alles. Teilweise ist noch nicht so ganz umgesetzt, einiges funktioniert mehr sporadisch als einwandfrei. Das macht aber nichts. Deswegen gibt es ja jetzt die Möglichkeit, hier dazu zu kommen, dazu zu stoßen und das Ganze auch zu testen. Die erste Woche ist eine Beta-Woche. Das heißt, hier gibt es noch vom Server aus ein paar kleine Fehler, die natürlich schnellstmöglich alle behoben werden und im Kern das Spiel nicht wesentlich beeinflussen, hoffentlich. Und wenn doch, schreibt gerne unter Bugs und Kritiks auf dem Server eine kurze Nachricht mit, hey, das geht noch nicht oder hey, kann man das nicht so machen? Besser verbessern oder so, dann gerne dazu schreiben. Und dann wird das, wie gesagt, alles der Reihe nach abgearbeitet. Und die Polizei, was macht die Polizei da vorne schon wieder? Eieiei, hier ist auf jeden Fall wieder was los. Was hat die Feuerwehr für Aufgaben? Ach, die Feuerwehr, die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat verschiedenste Aufgaben. Luftüberwachung. Ganz viele groß angelegte Übungen. Es gibt Kampfjets, es gibt SEK-Helikopter, es gibt Bundeswehr-Helikopter. Also im Grunde ganz, ganz, ganz viel. Wir wollen natürlich hier keinen Gambo haben. Deshalb gibt es, ja, es soll keine großartigen Schießereien oder sowas geben. Das möchten wir auf jeden Fall vermeiden. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja, wenn einen die ein, zwei Kartelle, die wir hier haben, wenn die... Ja, sagen wir mal, Stress schieben oder wenn die Polizei mal Hilfe braucht, vielleicht von der Bundeswehr unterstützt wird. Oder zum Beispiel, wie man hier vorne sehen kann, einen klaren Fall von Gewalt. Dann braucht man die Bundeswehr auf jeden Fall auch, ne? Guten Tag, was ist denn hier denn los? Wer ist denn aggressiv? Hallo. Da können sie schon mal direkt tätig werden. Ja. Ich hätte gerne einmal... Na sowas. Na sowas, na sowas, na sowas. Max Dax Lifehacks. Gibt es eine Whitelist? Ja, die gibt es. Da könnt ihr einfach direkt auf den Server joinen. Auf Discord und dann... ja, dann könnt ihr direkt beitreten und mitmachen. Ja, was ist das hier für ein Chaos? Ja, die müssen noch ihren Charakter erstellen. Einige machen das mehr sporadisch, die anderen eher nicht so. Alles gut. Der Flughafenschiff, wenn man den mal braucht. Also ich muss jetzt mal los, ich schau kurz mir die Gegend an. Ist der überhaupt hier? Was? Ist der überhaupt hier der Flughafen? Oder, also der Chef meine ich, also nicht der Flughafen. Das ist NRW. Der Flughafenchef, Okay, danke. Was, ja. Wie, wo? Ja, weil ich eingestellt werden sollte. Ah, okay. Da müssen wir mal kurz gucken, wer hier der Flughafenchef ist. Hey, ich kläre gerade. Ganz kurz. Darf ich mal kurz stören? Ja. Ich würde gleich mit dem Bus hier einmal vorziehen, da vorne hin. Wenn vielleicht der Herr von der Polizei mal kurz gucken könnte, dass niemand aus der Einfahrt rausfährt. Ja. Kann man einreisen, wann man will? Ja, kann man.
Am besten direkt schon, dann hast du alles hinter dir. Hat einer von euch einen Mund-Nasenschutz mit? Ich hab jetzt keinen. Nee, ich komme aus Wien. Meine habe ich in Wien vergessen. Ja, Mund-Nasenschutz brauchen wir nicht. Ansonsten, sie werden gleich gut geimpft. Ja, ja, aber im Bus wäre es auf jeden Fall nicht verkehrt, wenn sie zumindest irgendwie die Hand vor den Mund halten, wenn sie niesen oder in den Ellenbogen. Ja gut, wenn das reicht, dann machen wir das so. Ja, das sollte reichen. Genau, oder wenn ein Jet abstürzt, Bundeswehr zuständig. Genau, es gibt da noch nicht so die goldene Regel, die sagt, wann kommt Bundeswehr, wann nicht. Wenn du Interesse hast an die Bundeswehr, dann komm gerne auf jeden Fall zur Bundeswehr. Werbe dich und dann wirst du aufgeklärt, was es für Möglichkeiten gibt. Wir transportieren sie im hinteren Bild, ne? Alles klar. Und wohin geht die Reise? Wir fahren Richtung Feuerwehr und Dingens an. Ah, Dingens finde ich sehr interessant. Er geht zur Feuerwehr und der andere geht Richtung Polizei, glaube ich. Na, warte, ich muss mal kurz mit dem Busfahrer da vorne sprechen. Eieiei. Ja, wie gesagt, das sind zwar schöne Modelle, ne? Also auch schöne Busse. Aber diese Tesla Vorgängermodell ist es halt nicht nur das Blaulichtwasser, oder besser gesagt das Warnlichtwasser. Das ist einfach schwierig. Wenn ich jetzt bloß Fahrkartenkontrollen durchführen könnte. Pass bloß auf, du. Pass bloß auf, du. So schnell wie du den Job hattest, hast du den bald nicht mehr. Ich sag's dir. Na gut, gute Reise. Dankeschön. Ich entschuldige mich mal ganz kurz. Ich weiß nicht, was ist denn mit dir? Warum mir göttliche Kraft? Was für göttliche Kraft? Natürlich, wie es am Anfang so ist. Hier und da gibt es natürlich ein paar kleine Fehler. Ein paar kleine witzige Fails, wie man so schön sagt. Ach, herrlich. Oh, wir haben schon die erste Dame am Start, sehe ich das richtig? Feuerwehr? Das ist ja cool. So, wir tun mal wie die anderen auf, wir rennen rum. Wie heißt der Server auf 5M? Köln Roleplay. Da, wo mittlerweile schon 30 Spieler drauf sind. Ach, Herr Jemini. Und wir sind schon ganz gut aufgeteilt. ADAC, Krankenhaus, haben wir noch keinen. Polizei 3, Berufsfeuerwehr 4. Sehr cool. Aber das Ding ist, wir haben natürlich auch noch ganz, ganz viele Leute, ja, die hier arbeitslos sind. Und es werden immer mehr, das ist super. Oh, der wirft sich gleich wieder. Und fährt denn der Bus hier? Der Bus fährt zur Feuerwehr. Ah ja, sehr schön. Oh, nee, nicht zur Feuerwehr, oder nicht? Die Dame, Sie können bitte einmal aussteigen, der Herr. So, na gut. Fährt der Bus zur Feuerwehr, oder was? Was ein natürlich wieder wunderschönes Chaos hier. Na gut, dann steige ich aus, da muss ich nicht hin. Wird, denke ich mal, am Anfang bei der Bundeswehr auch erstmal alles aufgebaut, eingearbeitet, gezeigt. Natürlich, das wird es bei allen Fraktionen geben. Die Dame. Die Dame muss zur Polizei? Ja. Können Sie gerade bei mir mitfahren? Ja. Ey, schrei doch nicht so. Und, was haben wir? Zwei. Fünf Leute hier im Bus schon. Sehe ich das richtig? Oder kann ich nicht zählen? Zwei, vier. Nee, sechs Leute. Oh mein Gott. Ist ja super. Genau, es wird jede Fraktion aktuell eingearbeitet, die neuen Mitarbeiter. Es gibt bereits Leute, die natürlich schon eingearbeitet sind, aber natürlich noch nicht alle. Das wird sich erst mit der Zeit alles tun. Wie gesagt, aktuell haben wir die Probewoche. Das heißt, das Ganze wird natürlich erstmal hier alles gestartet. Und manchmal ist es natürlich auch ein bisschen chaotisch, wie man sieht. Was? Wo kommen Sie her? Ich? Ja, Sie. Ich mit dem Hemd. Und das Ganze natürlich dann der Reihe nach aufgebaut wird und funktioniert. Marokko. Funktionieren wird, so rum, mit dem Schuh raus und genau. Zur Feuerwehr, wo wir gleich hinfahren werden, gibt es viele geile Sonderfahrzeuge. Natürlich den kompletten Löschzug. Aber auch dort, es wird viele Fahrzeuge erst später geben. Da wir jetzt nicht von Server Release an sofort 30 Fahrzeuge haben können, das wäre einfach viel zu viel.
Na, zum Glück sind wir hier in Köln. Hier habe ich kein Recht für irgendwas. Ich habe nur ein Lachthaus. Ich habe nur ein Lacht. So. Und dann schauen wir mal, was daraus wird, ne? Flughafen, Alter. Wann kommt denn der Bus für die Feuerwache? Der steht hier vor dir. Der steht hier. Der steht hier. So, ich bin mal sehr gespannt. Ich habe schon auf jeden Fall ein Gespräch gleich mit dem Paul Fleischhauer vom Rettungsdienst. Der Discord-Link bei 5M ist ungültig. Ach, dann sollte man das auf jeden Fall mal ändern. Das sollte definitiv funktionieren. Scheiße, ich hab mein Handy verloren. Das ist auf jeden Fall geil. Ja, aktuell zieht sich das hier noch ein bisschen. Ich komme gar nicht rein. Ja, du musst dich erstmal whitelisten lassen. Wie gesagt, dazu einfach auf Discord gehen und dann im Supportraum bewerben. Der Server. Köln Roleplay mit aktuell 29 Spielern. Das ist der richtige. Alle weiteren Server sind nicht unsere. Ich bin aus dem Flugzeug geflogen, weil ich Orangensaft verschüttet habe. Mein Handy ist in die Turbine reingeflogen. Wenn ich das mit dem... Was? Fire Dingsbums? Ja, mein Fenster ist hier platzt. Firefox, Fire 5, klar komme. Komme ich auch rein. Ah, okay. Ich komme gar nicht rein. Ja, wie gesagt, einmal kurz dann im Support melden, dann hilft man dir gerne. So. So. Ich frage ja nur ungern ganz ungeduldig, aber ist der Busfahrer gerade noch da? Ich kann es dir ganz ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Weil wenn das so ist, ich werde mich jetzt nicht melden zum selber fahren, aber ich habe noch einen Führerschein. Mit dem es möglich wäre. Ist natürlich super, ne? Ich muss ja auch dahin. Na, warten Sie mal. Der kommt bestimmt gleich. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Ein freier Mitarbeiter wird sich um Sie kümmern. Ah, wie heißt es so schön? Guck mal, die ersten Herrschaften rennen schon zu Fuß über die rote Ampel. Da geht schon gut los hier. Ihr seid doch nur am Meckern. Gar nicht. Oder ich glaube, wir müssten mal gleich auch direkt mal zu einem Supermarkt, weil sonst verhungere ich gleich. Das wäre natürlich auch nicht so geil. Ja, am besten wäre es voll, wenn der Chef wartet. LS19 Baustelle, hallo Max, hallöchen. Wo ist die Whitelist? Nee, beim Rettungsdienst. Michael, die ist auf dem Server relativ weit oben. Da kannst du direkt der Reihe nach reinschauen und dann mitmachen. So, wie viele haben wir jetzt hier gerade aktuell in der Whitelist drin? Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Okay. Support hat auf jeden Fall gerade einiges zu tun. Also falls sich da gleich zu ein paar kleinen Warteminütchen zieht, dann einen Augenblick. Es sind alle fleißig hier am Arbeiten, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Ah, ich glaube, ich renne gleich. Robloxianische Union. Ist das mein Server? Ja, das ist mein Server. Natürlich nicht ganz alleine, aber ne? Auf jeden Fall schon. Das Problem habe ich gerade erfahren. Unser Busfahrer ist zurzeit verunfallt. Was? Oh, verunfallt? Gott. Jetzt schon? Ja. Gar nichts passiert. Er ist verunfallt, er ist stark gestolpert und ist gefallen. Also ich bitte den Herrn jetzt vorne, der am Steuer sitzt, einmal bitte von dem Steuer zu nehmen. Ja, das Problem ist, mir wurde gerade eine E-Mail geschickt, ich soll den Bus übernehmen. Nein, wurde Ihnen nicht geschickt. Doch. Na, wenn die E-Mail mal nicht fälschungssicher ist, du, dann krieg ich einen Rappel. Die E-Mail kam von dc@johnny.com. Na, dann würde ich mal behaupten,
Was okay. Der Bürgermeister mal sagt, ist in Ordnung. Wunderbar. Ich werde nicht sagen, ne, aber der Tank ist leer. Was? Ist der Tank leer? Hab ich's gerade richtig gehört? Ja. Also bei mir ist er voll. Bei mir auch. Ja. Kollege? Ja. Ach. Fährst du hin? Feuerwehr. Genau. Ich hab die Leute über Polizei, dann noch am Kleidungsgeschäft und dann. Ja, ich müsste offiziell auch zur Polizei, nur ich komme irgendwie nicht aus diesem Bus raus. Geht nicht. Sind Sie angeschnallt? Nein. Hm, okay, dann schlage ich vor. Alle Mann raus und wir nehmen Alternativmodell. Was wegmachen? Und weißt du was? Ich fahre die Kiste jetzt selber. Ich hab die Faxen, Digge. Ist das hier das Ersatzmodell, was gerade gebracht wurde oder von wieso? Nee, mit dem bin ich unterwegs. Achso, alles klar. Okay, dann einen Augenblick, alle warten hier, ich komme sofort. Ansonsten kann ich auch mal schnell weg. Da müssen wir einen kurzzeitigen Sprint hinlegen. Das Schöne ist, dass man hier und da ein bisschen das Ganze so gestalten kann, wie man möchte. So, ich hoffe, der Tank ist voll und reicht auch. Hoppala. Hey. Was heißt hier, ey? Warte mal. Wie, warte mal? Er macht eine große Runde. Er nimmt sie alle mit, er macht jetzt eine große Runde. Ja, ich fahre erstmal ein bisschen Bus, ist auch kein Problem. Alles klar, dann machen wir es. Alles klar. So, die Herrschaften. So, alle Mann rein, die hier rein wollen. Zur Feuerwehr? Wir fahren eine große Runde, sprich wir fahren einfach mal alles ab. Einfach mal alles. Dann würde ich mal direkt die Frage in den Raum stellen, wer möchte überhaupt wohin? Also, Feuerwehr wurde schon als Ziel gesagt, was noch? Rettungsdienst, alles klar. Ist auch bei der Feuerwehr. Polizei irgendwer? Ich glaube, die sind alle mit dem einen Bus schon gefahren. Alles klar, die sind schon alle weg? Ja. Okay, dann warten wir nochmal 30 Sekunden. Vielleicht ist ja noch irgendwer, der hier mitfahren möchte. Und ansonsten fahren wir nochmal Richtung Feuerwehr, Rettungsdienst. So. Der Herr, möchten Sie mit? Ich gehe zu Fuß, passt schon, danke. Komplett zu Fuß, wohin möchten Sie denn? Vielleicht kann ich es am Meter mitnehmen. Ah, ich gehe hier vorne zum Shop. Ja, die paar Meter kann ich sie auch mitnehmen. Einen Moment. Huch. Ja. Danke. Kein Problem, wo fahren wir denn hier im Bus? Was? Wofür haben wir denn hier ein Streckennetz, ein ÖPNV, wenn Sie zu Fuß gehen? Ja, ich bin sportlich. Ja, aber nicht zu sportlich, bitte. Sonst muss der Rettungsdienst klar kommen bei den Temperaturen. Ja, stimmt auch wieder. Haben Sie recht. Minus 30 oder was? So, dann geht's mal direkt los. Könnt ihr mal den ELW zeigen? Der ELW ist noch nicht eingebaut aktuell. Der muss noch ein paar kleine Reparaturen in der Werkstatt vornehmen. Und meine Güte, was ist das hier mit den Blinkern? Das ist ja furchtbar. So, da wir aktuell jetzt als erstes Ziel einen Supermarkt haben, schlage ich vor, dass wir alle mal dort kurz, falls wer Hunger hat, mal sich kurz was zu essen kauft. Also wer einmal gleich kurz gerne aussteigen möchte und sich was zu essen holen möchte, kann das gleich gerne tun. Hier war doch mal irgendwo ein Supermarkt, oder nicht? Ich sehe nicht, wie viel Geld ich dabei habe, aber das war schon. Ah, ich kann Ihnen sonst, glaube ich, mal schauen, dass ich vielleicht ein paar Euros gebe. Imo, Hallöchen! Und Paul Primum ist auch am Start. Hallöchen, Hallöchen. So, ich muss mal kurz schauen, welche... Ich glaube, hier rechts war auch eine... Ein Supermarkt. Die haben leider noch nicht alles im Angebot, ist das Problem.
Ich habe hier so ein kleines Problem, dass meine Stimmbänder ziemlich leise eingestellt sind. Kann man das irgendwie ändern? Die Stimmbänder sind eigentlich in Ordnung. Okay, komisch. Bei mir wird angezeigt, dass ich flüster. Escape-Muskel und da unter Spracheinstellungen. Ja, okay. Unter Sprachmuskel. Ach, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Ach, da geht's natürlich auch. Ist dann noch einfacher. Ach, diese wunderschönen Ampeln. Ich liebe sie. Die werden nicht grün, ne? Ja, also irgendwie müssen wir der Stadt mal sagen, dass sie die Frequenz mal runterschrauben sollen. Bitte nicht in die Tankstelle rein. Ach, ich bin da Profi. So, dann einmal bitte alle aussteigen und dann geht's gleich in ein paar Minuten direkt weiter. So, dann hole ich mir jetzt mal fix was zu essen. Weil nichts ist schlimmer als hier mit zu wenig Essen irgendwas an Dienstleistungen zu machen. Ob Feuerwehr oder Rettungsdienst oder Polizei. Das wird dann sonst alles ein bisschen schwierig. Konto. Ach, Konto. Nee, Konto brauche ich nicht. Der Store. Brad. Ja. Dann nehmen wir doch mal direkt hier ein bisschen was mit, würde ich sagen. Ach, warte mal, ich bin zu doof. Man kann auch direkt hier 5 nehmen. Ha. Mein Gott. Mein Gott. Als würde ich das Spiel zum ersten Mal spielen. So. 10 Brot. Dann hätte ich mal gerne 1 geused. Perfekt. Schmeckt, würde ich sagen. Weißt du was, wenn ich schon mal gerade da bin, dann nehme ich mir direkt hier 100. Also nicht 100 Brote mit, aber zumindest. Haben die hier ein Handy? Ja, Handy haben sie hier auch. So, ich glaube, ich decke mich mal hier direkt mit 20 Flaschen ein. Der Rucksack wird zwar schwer, aber kann ich nicht ändern. Naja. Nie, dass ich hier während der Fahrt verdurste oder so, das geht ja gar nicht. So, die Herrschaften, alle versorgt. Dann, hoppala. Dann alle Mann einsteigen. Ich habe jetzt leider nicht gezählt, wie beim Kindergarten, wie viel wir vorher waren. Aber wenn alle vollzählig sind, würden wir weiterfahren. Alle Mann drin? Jo. Ich glaub, ja. Immer diese Türen-Elektrik, ey. Die sollte mal überarbeitet werden. Nächster Halt. Feuer- und Rettungswache Köln-Bonn. Wache 1. Bin mal sehr gespannt, wie viele Leute wir da antreffen werden. Rote Ampeln, ey. Wenn ich mich nicht getäuscht habe, stand im Führerschein sogar drin, in dem Regelwerk, dass man nur 10 Sekunden an einer roten Ampel stehen bleiben muss und dann weiterfahren darf. Und ich denke, daran halten wir uns auch mal, weil sonst kommen wir hier nie voran. Aber ist auch nur so ein Vorschlag. An sich ist der Bus nicht, verbuggt, aber trotzdem. Vorführeffekt, ich liebe sie. Alter. Ich weiß nicht, also der hat funktioniert, als wir ihn eingebaut haben. Ja, ich bin gerade dabei, die Blinker. Jetzt ist er auch grün, ich warte nochmal auf grün. Nein, ich versuche gerade die Blinker auszustellen, aber ich. Also, das ist. Was soll ich sagen? Die sind sehr speziell. Firefox, die Busse fahren auch heute Abend.
Genau, der Busverkehr, der wird heute den ganzen Tag funktionieren und die Tage auch in der Probewoche. Also wenn sie von dort von A nach B wollen, dann müssen die Herrschaften sich an den Hauptfraktionen kurz gedulden und dann gibt es einen Pendelverkehr mit Bussen. Wollen wir auch wieder 10 Sekunden an der grünen Ampel warten oder direkt losfahren? Ich frage für einen Freund. Ja. Ja, muss höflich sein, auch in beide Richtungen, ne? Taste L, damit kannst du den Chat aktivieren, deaktivieren. Wir Taste auch an der L. Grünen Ampel 10 Sekunden warten. Ah, du, da fahr ich mit Knallgas rüber. Aber bloß nicht zu schnell, weil sonst wird man hier von der Polizei angehalten. Das kenne ich hier, das ist sehr gefährlich. Also. Ja, glaub mir, die Polizei hier, die hat ordentlich Pfeffer im Hintern. Also, ich spreche da auch aus Erfahrung. Ei, okay. So, wir halten uns mal nicht direkt hier vorne auf. Wir parken mal hier rechts an der Seite. Subi. Endstation erstmal. Ach, ja, wunderbar, dankeschön. Kein Problem, vielen dafür Dank. Mal gerne. Und dann schauen wir mal, was hier direkt Sache ist. Hoch auf unseren Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ah, die einen kennen mich als Taxifahrer, die anderen als Rettungswagen Taxifahrer und jetzt als Busfahrer. Genau. Mein Gott. Oder Ladefahrer, genau. Ja, hier, bloß kein Gabelstaplerfahrer hier, noch schlimmer. Hallo. Ey, guten Tag. Oder guten Abend, besser gesagt, bei den Temperaturen hier und bei der Abend. Ja. Geschichte. Guten Abend. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich glaube, dann würden wir uns wohl bewerben wollen. Bewerben? Jau. Ja, das klingt doch gut. Für den Rettungsdienst oder für die Feuerwehr? Direkt als Leiter der Feuerwehr. Nein. Da sind sie bei mir genau richtig. Das bin ich. Ich brauch für Rettungsdienst. Ja. Nee, Spaß beiseite. Ich würde mal, glaube ich, bei der Feuerwehr anfangen und ja. Ja. Ich glaube, wir können hier direkt arbeiten, ne? Ja, das klingt gut. Erster Patient. Nee, alles gut. Vor Schreck direkt umgefallen. Ja. Ja, wir sind umwerfend, das ist bewusst. Ja, umwerfendes Erlebnis hier. Schöne Drehleiter habt ihr übrigens. Ja, vielen Dank. Funktioniert die? Die funktioniert tatsächlich, ja. Die oh. Voll funktionsfähig. Aber jetzt gleich nochmal um. Ja, das glaube ich. Weißt du was? Ich schließe mich an. Wir haben die RTWs aus Berlin geklaut. Nee, das ist. Wir haben eine Kooperation. Und also eine Nachbarfeuerwehr. Und da. Haben wir gerade noch Kollegen. Also. Das sind die Leih-RTWs, genau. Genau. Die waren einfach für billiger. Also mir wurde gesagt, dass die Lackierungsarbeiten noch nicht ganz abgeschlossen sind. Genau. Also der eine Teil wurde foliert, der andere ist irgendwie schon, weiß ich nicht, mit Blaulichtfahrt aus der Werkstatt rausgeknallt zum Einsatz und ist seitdem nicht fertig gemacht worden. Man weiß es nicht. Ja. Wer ist denn die Rettungsdienstleitung? Die Rettungsdienstleitung steht da vorne in der Fahrzeughalle. Aber ich kann sie mal herholen. Ja, da kommen sie. Oh, ich glaube, da komme ich mal direkt. Guten Moin. Einen wunderschönen Paul Fleischer war mein Name. Oh Gott. Brüllt direkt die Leute zusammen, ey, alles klar. Entschuldigung, ich habe meine Stimmbänder vorhin sehr, sehr, sehr gut geölt, es tut mir leid. Ich habe mal direkt eine Frage. Abgelehnt. Das merke ich schon, aber meine Frage wäre für den Bereich Rettungsdienst als Notfallmedikament. Gibt es da den Mangolasse? Natürlich, der Mangolasse ist im Ampullarium ganz links in der obersten Reihe. Haben wir jeweils 3 Ampullen dabei. Immer 150 Milligramm. Okay, und der knallt ordentlich rein dann wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also müssen wir natürlich intravenös geben und das meiste, was passiert, sind dann intravenös? Reaktionen. Ja, ich trinke das auf einen Schlag, ich ex das. Das geht beides. Das ist das neue Medikament. Wir haben es dabei zum Trinken und auch die neue Variante intravenös. Und das Gute ist, da tritt die Wirkung noch viel schneller ein. Ja, das hoffe ich. Ja, ich weiß nicht, ob du das mal in der Probe gesehen hast, aber die Patienten gehen damit Mangolasse! Richtig ab.
Darauf trinke ich. Okay, jetzt Spaß beiseite. Guten Abend. Darauf trinke ich mir erstmal ein. Was? Ein Mangolassel? Genau. Oh, das war wohl zu viel Mangolassel, wenn der erste da schon umfällt. So, aber was ist jetzt der Fahrplan? Also wir würden uns hier gerne alle bewerben. Wir wissen noch von nichts Bescheid. Also, wer hat... guten Appetit daher. Ja, den habe ich auf jeden Fall. Schmeckt. Aber jetzt würde ich gerne hier was machen wollen. Ich bin übermotiviert. Ich habe auch immer in der Hosentasche einen Laubbläser. Also falls wir schon... Also wenn ich hier was säubern soll, sagen Sie Bescheid. So wäre mir lieber, weil die Fahrzeughalle ist noch ein bisschen dreckig. Ah, so verstehe. Okay, würde ich mal sagen, Aufgaben verteilt. Das war einfach. Ja. Ah, der Herr Delkamp. Sehr schön, sehr erfreut. So, die Wache ist sauber. Das ging aber schnell. Ja, das ging sehr fix. Wer hatte sich dann noch auf die Retzern bzw. Notsander zugestellt worden? Jo. Ne? Okay. P2KO Leon, ja, wir haben aktuell ein bisschen... Was ist denn die Feuerwehrleitung? Weil ich würde das gerne sortieren, weil für meine Azubis habe ich schon... Oh. Ja, da geht das rund hier. Also nichts gegen die Leitung hier direkt, aber du brüllst, als gäbe es keinen Morgen. Ich gibt muss mir meine Stimmbänder einstellen, Moment. Ja, stimmt, es ist immer noch Nacht. Ich frage mich, was hier los ist. Oder wie heißt es so schön, der Dienst beginnt am Morgengrauen und deswegen ist jetzt losgehend Nacht, oder? Wie sieht's aus? Ich glaube, wir haben so, alle... So, die Herren, was sagen meine Stimmbänder jetzt? Die brüllen genauso vor sich hin wie vorher. Na super. Ansonsten mit dem Y-Muskel, kann man da auch sich nochmal verschiedenst ausdrücken. Ja, Leon, du musst jetzt aktuell ein bisschen warten, da die Leute sind alle informiert. So, ich rede nochmal, was sagen die Stimmbänder jetzt? Ah, angenehmer. Okay. Ah, okay, tut mir sehr leid. Macht nichts. Und danach müssten wir zum Ohrenarzt, wenn das so weitergeht. Ja, perfekt. Vielleicht finden wir ja für das Uniklinikum hier auch einen HNO-Doktor. Dann würde ich mal direkt sagen, KTW-Einsatz. KTW ist noch nicht im Betrieb, aber wenn wir nachher Ausbildung abgeschlossen haben, kann das auch ein RTW fahren. Macht nichts, machen wir direkt als RTW direkt. Mit NEF-Begleitung. Ja, das ist ein Einsatz für 3 Uhr nachts, ne? Ja, genau. Eingewachsener Fußnagel. Können Sie mich bitte dringend ins Krankenhaus bringen? Dankeschön. Oh nein, es tut so weh. Wie können wir Ihnen helfen? Ja, ich habe seit 4 Wochen Rückenschmerzen. Ah, alles klar. Ja. Lassen wir das jetzt mal so unkommentiert dastehen. Würde ich auch sagen. Ja. Okay, wie sieht's aus? Was ist der Plan? Wo wollen wir hier anfangen? Ja, Aufgabe für alle würde ich erstmal sagen, wir suchen mal die Leitung der Berufsfeuerwehr. Okay, weil, wie sieht sie aus? Der eine hat so richtig schöne graue Locken. Ach, der Opa, ja, alles klar. Genau, der alte Opa. Der ist nämlich für die Berufsfeuer verantwortlich. Ich nämlich nur für Rettungsdienst. Ich will den da auch nicht reinfuschen. Haben wir dann die Erlaubnis, dass wir die Fahrzeughalle betreten dürfen und uns umschauen? Ja, alle Mann, rein, suchen Sie die Rettungsdienstleitung. Perfekt. Und befördern Sie hier nach draußen. Wieso die Rettungsdienstleitung? Nicht die Rettungsleitung, die Berufsfeuerleitung, Entschuldigung. Warte mal, bleib mal hier stehen. Warte mal, wie war das? Hallo, was haben Sie vor? Ah, schade, Sie haben Glück gehabt. Ja, bleib beim nächsten Mal. Schick angezogen der Herr, ne? So, dann gehen wir mal auf die Suche. Hier liegt ein Besen, vielleicht ist er ja hier von wem. Ah, der Besen steht hier einfach so. Interessant. Genau, Leon. Wie gesagt, es ist gerade aktuell noch viel Chaos hier. Die Mitarbeiter für den Flughafen sind informiert, es sind eigentlich alle informiert. Und da sollte es auf jeden Fall, sollte es bald jemanden geben, der sich darum kümmert. Ich weiß jetzt nicht, wo du stehst. Einfach mal am Haupteingang. Da ist dann vielleicht schon der ein oder andere. Ansonsten, ich kann mal gerne gleich nochmal nachfragen, wo die Herrschaften sich genau befinden. Ach, hier ist zum Beispiel die Halle für die Uniform. Auch sehr cool. Ich stehe oben.
Oben, okay. Am Flughafen. Also die Herrschaften sind irgendwie noch nicht so ganz sichtbar. Also das sind nicht alle auf einmal. da darf ich Ihren Namen nochmal wissen. Ach, genau. Genau, mit Ihnen und mit dem Herrn Nick Meyer würde ich mich gleich mal kurz zurückziehen. Wir haben so einen schönen Konferenzraum oben. Und ich möchte aber den Rest ungern hier komplett alleine lassen. Deswegen habe ich gehofft, wir finden die BF-Leitung. Da ist doch eine Feuerwehr. Das ist nicht die Leitung. Wo? Sind da. Wie war's wo? Guten Tag. Ach. Hallo, Herr. Hallo. Hi. Leitung? Nee. Nee, oh. Aber dann trotzdem schon schön angezogen. Aha, interessant. Dann suchen wir die Leitung. Locking. Oh. Ich komme hier nicht rein. Oh, da steht auch schon was. Aber das ist eigentlich nicht die Tür. Ich wollte eigentlich hier vorne links rein. Okay, das heißt, wir sind jetzt... Genau, die Herrschaften werden jetzt hier alle der Reihe nach eingearbeitet. Ich werde mich mal hier kurz umziehen. Moin, Bloxy. Hallöchen. Oi. Guck mal, das ist hier... So will man doch hier rumlaufen. Genau so und nicht anders. So, die Herrschaften, erstmal 30 Liegestütze. Ja, was willst du von mir? Ich kenne ihre Stimme. So sieht doch gehorsam aus. Der besetzt mal direkt eine ELW. Der Rest schrubbt die Kantine. Ja. So, ich würde sagen, liebe Rettungsdienst, wir schnappen uns mal einen Konferenzraum. Kommen Sie mal mit. Alles klar, Chef. So gefällt mir das doch. Alles klar, im Gänsemarsch. Sieht bestimmt lustig aus. So, Leon, ich werde mich gleich auf den Weg machen. Genau, Leon, der steht am Flughafen, möchte sich als Follow-Me-Fahrer bewerben, hat sich beworben, wurde angenommen, aber es taucht da irgendwie keiner auf. Wenn du da mal kurz vorbeischauen könntest, wäre super. Moin. Moinsen, wo kommen die schicke Uniformen denn her? Ja, wie soll ich dir das erklären, Thorsten? Am besten mit einer vernünftigen Erklärung. Ich habe mit unserem Kollegen Herrn Bauer gesprochen. Und der hat mir die dann organisiert. Ach, war das mit dem, dass die mit einem extra, mit so einem Eimer, also nicht Eimer, mit so einem, ach, wie sagt man das schön, mit einer schönen Bekleidungsbox vorbereitet wurde? Ja, genau. Die Kleiderkammer hat uns so ein Paket dahingestellt mit der Aufschrift Roski, wo ich mir gedacht habe, okay, mach's mal auf. Ach. Da fehlt ein bisschen was. Der Rossi, ja, jetzt ergibt das Ganze auch Sinn. Ich dachte gerade, ich hab hier wen anders vor der Nase. Raus. Ach, guck mal, haben wir den Opa. Ich meine natürlich den Chef. Ich war, hör mal. Na, hör mal. Das hat vorhin wer anders gesagt. Das war die Leitung vom Rettungsdienst. Ich bin schon ein bisschen mal älter. Erfahrener wohl eher. Einzigartig. Mit seiner Babalocke. Babalocke. Ja, die Herrschaften, 4, 5 Leute sind gerade mit der Leitung nach oben gegangen, glaube ich. Mhm. Okay. Ansonsten ist ja noch gerade einsatzmäßig noch nicht so viel los. Mhm. Ich weiß nicht, steht der Bus da vorne noch? Nee, ne? Sonst würde ich mal erstmal sagen, dass die ganzen Herrschaften sich ja langsam einarbeiten sollen und dann gucke ich mal gerade, wo man mich noch gebrauchen kann. Ja, guck mal. Ich würde mich melden, um auf die Leiter zu gehen. Ansonsten, was haltet ihr von einer kleinen Übung mit einer Drehleiter nachher? Können wir gleich gerne machen. Ja, ich glaube, ich gucke nochmal erstmal woanders. Sonst, warte mal, Telefonnummer, wenn wir schon mal dabei sind. Ich hab tatsächlich noch gar kein Handy. Ich bin ein bisschen was älter. Aber ich habe einen Schlagstock dabei, sehe ich gerade, alles klar. Gino, der ist so oldschool, der schreibt SMS noch mit der Brieftaube. Boah. Ich mach Twitter quasi. Okay, genau, wollen wir sonst... Das Oldschool Twitter mit der Taube. Ach du Scheiße, ja. Okay, sonst haben wir irgendwie einen Transportwagen oder sowas, dann würde ich schnell sagen, alle ab
ausrüsten mit Sachen, die man braucht. Ich kann mal meinen Cousin fragen, ob der uns einen Bus organisiert kriegt. Das wäre optimal. Der Bus steht da nicht mehr? Ich kann mal kurz gucken, ansonsten wäre der mit der Astra, der müsste auf jeden Fall verfügbar sein. Ja. Da steht in der Halle, das ist die Nummer 2, glaube ich. Guck du mal, ob der Bus da steht und sonst kriege ich irgendwann nicht ein. Sie haben Glück, Sie haben gewonnen, der Bus steht noch da. Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir schon sowas wie einen Funk hier eingerichtet? Nee. Perfekt. Habt ihr überhaupt ein Funkgerät? Ja. Nee. Perfekt. Haben wir überhaupt Material? Ja. Nee. Perfekt. Haben wir Material und Personal? Nee. Na gut. Wo sollen wir da anfangen? Jetzt machen wir uns mal nicht schlechter, als wir sind hier. Ne? Also. Stimmt, wir haben eine funktionierende Drehleiter. Also sind wir 10 von 10? Ja, wir sind eine 10 von 10, aber haben keinen... Hat der F9er Muskel kein Radio, kein Empfang? Doch, hat er. Dann haben wir doch einen Funk. Was ist das für eine Frage? Ich habe doch gerade gesagt, dass wir einen Funk haben. Mensch. Haben wir schon einen Funkkanal? Ja, ich bin jetzt auf 112. Perfekt, das ist, würde ich auch sagen, machen wir direkt für alle. Jop. Damit alle Bescheid wissen. Dann würde ich mal jetzt nach oben gehen, die Leute zusammentrommeln und alle sich mit Handy und Funkgerät ausstatten, dass wir gleich mal zu einem Shop düsen. Check. Naja, das geht ja wieder so. Dann bin ich gleich wieder da. Yo. Ja, Leon, wurden informiert alle. Ich muss jetzt mal kurz die Leute hier vorbereiten und dann komme ich mit schnellsten Schritten zum Flughafen. Ich werde heute auch in mehrere Rollen schlüpfen. Es ist leider nicht anders möglich. Weil sonst, ja. Haben wir hier ein... Okay, das ist der falsche Raum. Entertainment. Ach, wo sind die Herrschaften denn? In der Kantine oder wie sieht's aus? Okay. Check. Guck mal, wir haben so viele. Was? Der Funkcheck, ich habe gerade was gehört. Ah, guten Tag, der Herr. Dürfte ich nur ungern stören? Sie stören schon, aber ja, bitte. Ich wollte nur kurz stören, nein, Spaß. Ja, das merke ich. Die Frage, wer von Ihnen hat alles ein Funkgerät und ein Handy schon? Nur Funkgerät. Negativ. Ich habe ein Handy, kann es aber nicht öffnen. Einmal die Muskeln F1 und F9. Wer da nichts hat, dann würde ich einmal kurz bitten und entführen. Unten vor der Fahrzeughalle steht ein Bus. Da würden wir mal fix zur nächsten Möglichkeit fahren zum Einkaufen. Also ich habe alles. Kann der direkt zur Fahrschule fahren? Genau, das wäre meine Frage. Wie sieht es aus, Shuttlebus zur Fahrschule? Ja, machen wir auch alles direkt im Anschluss. Hätte ich mal direkt gesagt, wer den Funkkanal schon weiß oder besser gesagt das Gerät hat, einmal direkt die 112. Und einmal kurz Funkcheck, dann können wir direkt schon mal gucken, dass das läuft. Welchen Muskel brauche ich für den Funkcheck? Bei mir war es der Tappmuskel. Funkcheck? Na, kam nichts an. Nicht der Tappmuskel. Funkcheck? Funkcheck ist Check. Funkcheck? Ja, ich höre halt nur, wie du vor mir stehst, nicht das im Radio. Moment. Ja. Funkcheck. Funkcheck. Einmal Funkcheck von den Herrschaften mit der RD-Leitung. Ja, das kennt man. Funkcheck. Top, das hört sich gut an. Funkcheck. Check. Ah, shit. Dann einmal an alle Feuerwehrleute. Funkcheck. Rettungsdienstleute, ja, ich höre sie. Einmal kurz unten in der Fahrzeughalle vorm Bus treffen. Für einen kleinen Einkauf und, die ganzen Führerscheine. Ach, warte mal. Dann nehmen wir doch mal die wunderschön unsere Rutsche hier. Eppa! Direkt nach unten. Ich würde mich schon mal direkt wieder umziehen. Einfach, damit wir gleich schon mal direkt weitermachen können.
Sie stehen hier ganz verlassen und alleine. Ja. Sie haben sich bei der Feuerwehr der Rettungsdienst beworben. Bei der Feuerwehr. Alles klar. Haben Sie ein Handy oder ein Funkgerät? Nix, gar nicht. Ich Perfekt. Weiß ja nicht mal richtig, ob ich bei der Feuerwehr angenommen wurde. Das war so ein bisschen hier... Ja, kein Problem. Dann bitte einmal folgen und am besten immer der Gruppe hinterherrennen, dann bleiben Sie direkt dabei, ja, weil... Ich weiß ja nicht, wo die Gruppe war. Es war ja, also, kein Problem. Dann hinterher. Ah, wer übernimmt das Steuer? Ach, der Ober-Eini. Der Ober-Eini. Wuhu, Mannschaftsfahrt! Ja, sind noch nicht alle da. Oder sind die Herrschaften vom Rettungsdienst schon alle am Start? Nee, ich glaub noch nicht. Boah, Hauptsache... Rettungsdienstleitung von Thorsten Wolf. Die Rettungsdienstleitung kommen. Ja, wir warten im Bus auf Sie. Unten an der Fahrzeughalle. Ja, meine Azubis sind gerade auf dem Weg zu Ihnen. Hauptsache... Wo fahren wir denn hin? Wir fahren einmal zu einem Supermarkt. Also wir sind in wenigen Sekunden gleich eintreffend. Einmal Station Supermarkt, welche Reihenfolge ist egal. Supermarkt, Brot kaufen, Wasser kaufen für alle Herrschaften. Ein Handy und ein Funkgerät. Und dann im Anschluss sehr gerne zu dem, zur Fahrschule. Dann können die Herrschaften alle schon direkt sich ausbilden für die jeweiligen Führerscheine. Ja, das machen wir dann nacheinander bitte, sonst komme ich durcheinander. Stimmt, nächster der Herr Fall. War etwas älter. Ja, es ist nicht so einfach. Bing, bung. Nächster Halt. Shop. Eieiei. Also noch langsamer nicht alter, auch wenn ich im Bus weiter so sitze, ne? Ja, halt wirklich. Boah, ne, Schiebung. Warum setzt ihr euch eigentlich hinten auf die Jucke? Da wollte ich eigentlich hin, aber irgendwie weiß ich auch nicht. So, Ei, komm, dann... Abfahrt. Ah ja, und pro Ampel gerne nur so 5 bis 10 Sekunden. Das haben wir auch beim Führerschein gelernt. Ja, ja. Mhm. Stimmt wirklich. Ja, ja, das, ich sag's ja nur. Hm, stimmt wirklich. Ich habe gehört, das macht man so. Ja, ja, genau. Ja, Leon, ich komme. Wenn Polizei da ist, fährt man rüber. Und schneller. When police there, it's illegal. When police not there, everything it's is legal. Oh, okay. Ich drehe einmal hier und dann... Ja, das war der Bordstand hier. Ja, das ist schlechte Qualität hier. Ja, hast vergessen, glaube ich, die Luftfeder. Die Luftfederung ging nicht hoch. Was für eine Federung. Naja, so wie es sich anfühlt, hat der Bus gar keine Federung. Aber gut. Ich finde das, ich feiere das gerade mega hart, unsere Mannschaftsfahrt, ne? Ja, es ist schon cool, wie hier alle Gänsemarsch rein, alle kaufen, Gänsemarsch raus. Ah, ich liebe meinen Job. Nicht vorbei. Und der ganze Negativ. Bus muss pipi. Oh je. Hilfe, das Niveau ist gesunken. Alle vom Schiff. MS Niveau, wir sinken. Oh geil. Eigentlich herrlich. So, alle eingekauft? Ist das richtig, dass das Handy nicht funktioniert? F1 Muskeln. Ja, geht nicht. Also ich hab's gerade gekauft, funktioniert nicht. Super. Dann dauert das einen Augenblick. So, ich würde sagen, also wenn jetzt jeder eingekauft hat, dann ab, dass wir alle ein bisschen rum durch die Gegend fahren können, ne? Also hey, wirklich. Ja, meine ich ja. Oder wohin? Zur Fahrschule. Ah, ja, sag ich ja, Führerschein machen. Aber ich brauche auch erstmal Geld für den Führerschein. Ein PKW, was ist denn hier los? Oh Gott, ganz viele PKWs. Ich glaube... Die Stadt füllt sich. Die Stadt belebt sich und das sogar mit aktuell 33 Herrschaften. Ist das nicht schön? Ja, schon. Ich würde nur gerne wissen, wie ich welchen Muskel ich brauche, um in meine Taschen zu gucken. Deine Taschen findest du unter dem F2-Muskel. Ach ja, aber warte mal. Geht auch nicht bei mir. Ah, doch, perfekt. Geht nicht, gibbet nicht. Kennt man doch.
Gelsenkirchen ist leider ein totes Projekt, deswegen kommt da leider gar nichts mehr von. Wir haben stattdessen ein richtig, richtig geiles Projekt, Köln Roleplay. Deswegen wird es jetzt davon eine Menge geben. Ich will eventuell vorher noch zur Bank, dass ich Geld holen kann, ich bin Führerschein. Ja, ja, wahrscheinlich. Sonst noch extra wünscht. Ich muss auch so. Mama, ich muss mal. Dann bist du da. Genau. Ey, das fühlt sich hier jetzt gerade so an wie so eine Klassenfahrt in der 8. Klasse. Ist so. Aber wirklich. Irgendwer muss mir jetzt markieren, wo wir jetzt nicht. Okay, warte mal. Numero uno. Bankautomat. Bitte dem Straßenverlauf folgen. In 500 Metern leicht so rechts ganz abbiegen. So ein ganz nerviges Navi. Oh ja, das hört man ein bisschen. Das sagt mir schon wieder, wo ich lang kann. Oh, wenn das so weitergeht, muss man gleich mal einen Zivilwagen kaufen, ey. Mein Gott. Das war aber gerade schon eine heftige Bremsung, ne? Das muss so. Hat schon genickt? Dynamik. Aber ja, natürlich. Hat schon genickt? Jau. Ja, der Bus ist halt ein bisschen stabiler, ne? Ist halt eine Spezialanfertigung. Wir wollen ja auch nicht rasen, ne? Ja. Oh, scheiße. Ja, viel Spaß, ne? Komm gut nach Hause. Auf Wiedersehen. Komm gesund wieder. Sagen Dank. Dann würde ich mal behaupten, da gehen die Einsätze schon los. 40 Jahre, die Flipper. Haben wir noch genug Tank, ja, ne? Ja. Also bei mir ist alles komplett. Bis Oberkante ist alles hier füllt. Ja, dass du voll bist, das ist mir klar. Also wirklich. Entschuldigung, das war einfach gerade so. Ich hab's nur ein bisschen. Man kann solche Vorlagen nicht lieben. Ja, schon klar. Vor allem du mit deinem Mangolassee, Alter, ne? Ich will raus! Ich muss raus! Ladies and Gentlemen, wir haben hier ein Multikulti. Hallo! Hallihallo! Was geht da? Mein Name ist Ramjit. Mein Name ist Ramjit Paparapakir. Also spätestens jetzt haben wir auch ein ganz anderes Niveau erreicht. Welches Niveau? So, einfach über die Straße rennen. Also kriegen wir eigentlich überhaupt, ist das eigentlich mal in Planung, dass wir auch... Wie, was ist vor Planung? Alle mal rein. So. Kommt herein und bringt Glück herein. Wie viel Kohle haben wir denn schon? Wie war das noch? Put the money in the bag. Put the money in the bag. Kennt ihr das? Nee. Wie kann ich denn mein... Oh, ich hab schon eine Adresse. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich hab schon ein Haus. Wusste ich gar nicht. Wo bin ich denn? Wo wohne ich denn? ich hab schon Abbuchung, obwohl ich noch gar nicht hier... Oh, ich hab auch... ich hab auch schon eine Adresse. Interessant. Okay, einzahlen, überweisen... Wie funktioniert das mit dem Abheben hier? Ja, kaum da und hat schon keine Ahnung, ne? Also, die Herrschaften. Wir gehen mal auf Home. Unten rechts Geld abheben und da bitte eintragen, überweisen 3 Millionen Euro an Thorsten Wolf und dann auf Abheben drücken. Nein, garantiert nicht. Bitte überweisen Sie genau. Ich kann, wenn ich abheben will, dann... Steig ins Flugzeug, genau. Ja, komm, nehmen wir mal alles mit hier. Altersbeschränkung gibt es nicht. Ihr könnt kommen. Ach, Kehr. Oha, Polizei gestimmt. Thorsten, ich glaube, wir sollten mal besser über die Straße laufen, sonst gibt das hier nachher noch Krautsalat oder so. Benehmen, Polizei ist da. Macht sich schon jemand Randale oder so, oder benehmen sie sich alle? Hier, entspannt. Also die Feuerwehr ist tippitoppi entspannt. Ja. Ah, Max, moin, wie geht's dir? Wunderschönen guten Tag dir. Servus. Alles gut soweit, Max? Der Thorsten Wolf. Abfahrt. Da würde ich einmal kurz sagen... Wir müssen weiter, ne? Einmal... hier wird noch jemand mitkommen, ne?
Ja, alle Mann ein damit. Alle Mann einsteigen. Ja, kurze Frage an den Polizisten. Hast du gerade was zu tun oder bist du noch frei auf Funk? Bin ich frei. Die ganze Zeit frei. Perfekt. Bin, könntest du mich einmal zum Flughafen bringen? Das wäre super. Jo, klar, komm rein. Dann wünsche ich den Herrschaften, dann wünsche ich der Klassengruppe 5B auf jeden Fall gutes Gelingen und gute Reise. Danke, Herr Lehrer. Gerne, tschüss. Bis später. Ich gehe mal zum Flughafen. Wieso Hausfahrer? Weil ich noch was am Flughafen klären muss. Istanbul. Ist bisher nur eine Linie besetzt. Na, das ist jetzt der interne Busverkehr zum, in der Stadt, ne? Wegen momentan Autohaus streikt wieder, ne? Ach, okay, ja. Ja, wir haben jetzt hier nochmal einen internen Bus für die Feuerwehr. Ach so, das ist für die Feuerwehr, Leute. Ja, die müssen erstmal alle der Reihe nach. Ja, die müssen erstmal zur Dienststelle kommen, ne, irgendwie, ne? Genau, und vor allen Dingen brauchen die auch Brot. Die haben die Hälfte schon verhungert gerade. Okay. Ah, kennt Gerät man und ja, so. Ne? Also, ganz viel. Ja. Hast du nicht gesehen, okay? Ich sehe gar nichts. Ich habe Augen zu. Super. Zugetackert und festgeklebt. Ich hoffe, deine Dashcam sieht auch nichts. Ja, da gucken aber schon einige zu. Ja, ich weiß, ich hab's schon gesehen. Egal, ich mach was anderes. Ich sag einfach mal, es ist Einsatz. Ah. Merkt niemand mehr. Geht schon gut los hier. Ah, tut mir eingefallen, bloß nicht mit so einem Horn bei so einem Wagen. Ja, ich weiß, das war gerade keine Absicht, ich bin verrutscht. mit den Tasten. Also momentan die Module sind noch ein bisschen. Die Module sind spezial eingestellt, genau. Verstehe. Genau. Pressluftoren haben wir auch mal testweise hier verbaut gehabt bei den ganzen anderen. Oh, Digga, ihr seid alle so dumm zum Fahren. Mann, wo sagt der, der ohne Blinker über 5 Spuren rüberzieht. Ich darf das. Also, wenn ich schon sowas sehe, dann hoffe ich, dass die. Oh Gott. Hey, oh Gott. Oh Gott. Ach, fuck. Die haben Also wenn ich das jetzt mal nicht gesehen habe, ne? Ja, dann reicht das aber auch wirklich fürs nächste Mal. Das ist, Bitte habt das nicht gesehen. Das war echt gerade keine Absicht. Ich habe gerade Augenprobleme gehabt. Ja, dann ich lass mich raus! Stopp! Danke. Wie ist dein Name? Dann weiß ich vom welchen Polizist ich vom nächsten Mal für so einen Transport meiden soll. Oha, Nexus Tim. Aha. Ja, du kennst mich, weißt ja, ne? Aha, und der Name? Vor- und Zuname? Tim Mock. Okay, dann. Der gute Herr Mock, ja. Okay. Ja. Alles klar, dann auf jeden Fall gutes Gelingen und. Auf jeden Fall. Ich werde hier auch ein bisschen beim Flughafen ein bisschen aufpassen, dass nichts passiert jetzt. Ja, fahr mal überall ein bisschen gucken und so, ne? Genau. Wir sehen uns, ne? Falls das ist Notruf, ne? Ja, alles klar. Bis dann, wir sehen uns. Tschüss. Guten Tag. Moin. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie ein Bewerber sind für den Flughafen? Ja, so in die Richtung, ja. Wurde schon angenommen. So in die Richtung und ziemlich genau. Okay. Genau. Vielleicht haben Sie ja eine Maschine für meine Füße, die habe ich mir in meinen Bauch jetzt reingetreten. Weil es so lange gedauert hat. Ist das Ihr Gepäck hier vorne alles? Brauchen Sie das für Ihren Job oder ist das. Nee, das war lang vorher schon da. Ah, okay. Gepäck liegt schon. Dann würde ich einmal vorschlagen, dass wir uns kurz hier mal umschauen. Für den Flugbetrieb. Ich bin gerade nicht sicher, ob der Ansprechpartner noch da ist. Denn hier ist ja so ziemlich alles auf einen Schlag alles zu tun. Deswegen würde mich mal einen Augenblick mit ihm in Verbindung setzen und dann gucken wir mal sofort, dass wir hier die richtigen Herrschaften zusammenbekommen. Jo. So, wo haben wir denn? So, ich muss mal kurz dem Kollegen ja einmal Bescheid geben, dass wir hier vorne warten. Pumpcheck an Polizist.
Oh, okay. Ja, der Kollege ist gerade nicht verfügbar. Wenn ich das gerade so richtig sehe. Okay. Ja, dann müssen wir es einmal ganz kurz anders machen. Das Gute ist, ich habe ja hier so als stellvertretender Bürgermeister, bin ich sogar als in Kooperation der Stadtverwaltung die Möglichkeit, auf jeden Fall tätig zu werden. Ich würde mal ganz fix einen fahrbaren Untersatz besorgen aus dem Parkhaus da vorne und dann sehen wir uns hier vorne sofort wieder, okay? So. Ah, da vorne ist ein Zebrastreifen, aber wie man es kennt, sind wir auf jeden Fall sehr sportlich unterwegs. Ah, richtige Straßenseite wäre auch nicht verkehrt. Florian, moin, ist wieder da. Hallöchen, hallöchen. Ah, da vorne ist der Eingang. Perfekt. So, dann gucken wir mal. Ja, hup mich hier ruhig an, du, ne? Hup mich ruhig an. So, im Parkhaus, wo haben wir es denn stehen? Ich glaube auf der Ebene 1 da vorne. So, was haben wir denn da Schönes? Nehmen wir mal. Hä? Wollte schon behaupten hier, dass, also wenn das nicht geht hier, dann weiß ich aber auch nicht. So. Ach, jetzt sieht es auch schon den Blinkern los. Ich hoffe nicht. So. Wir werden jetzt gleich den Kollegen hier einmal einstellen. Für die Abteilung Flughafen. So, okay, wir fahren einfach mal außenrum komplett einmal durch, dann haben wir es. Ne? Punkt, check. Check. Check bestanden. Da vorne ist der Kollege. So, der Herr. Dann gerne mal einsteigen. Sie sind hier schon in dem Follow Me Wagen 2, der Vektor 09. Ich weiß gar nicht. Haben Sie schon die, wie heißt es? Die, ja, ich höre. Ich bam, bam, bam. Ich muss mal kurz überlegen, was sie sagen will. Nee, haben Sie schon den Job bekommen? Negativ, das warte ich ja die ganze Zeit. Ah, okay. Was, wie ist denn Ihr Name nochmal? Das war irgendwas mit, dieser... Oh, Kopfname, genau. Oder was? Nee, ich hab schon. Okay. Dann finden wir das. So, am besten schreibt man es auch richtig. Ja, kann nicht so viel für meinen Namen, dass es so komisch ist. Am besten schreibt man es noch richtiger. So, Setjob 32. Da sollte sich jetzt was verändert haben. Ich bin Freight Pilot. Okay. So, wir müssen mal ein bisschen Einstellungssimulator hier machen. Und der Airline-Pilot. Okay. Ja, dann bleibt das jetzt erstmal kurz so. Da die ganzen Einstellungen noch nicht so ganz final sind. So, was schon mal ganz wichtig vorab ist, wenn Sie der erste Follow-Me-Fahrer sind hier im Dienst. Ganz wichtig, es fährt hier keiner aufs Flugfeld. Außer mit Follow-Me-Begleitung von außerhalb. Also sprich, Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei, scheißegal. Alle müssen mindestens von einem Follow-Me begleitet werden. Also ich darf das jetzt richtig verstehen. Also wenn jemand anderes als aufs Flugfeld will, muss zum Beispiel wie ich jetzt mit dabei sein, oder was? Genau, als Follow-Me-Wagen dann. Okay, also wenn jetzt zum Beispiel Polizei kommt, dann muss ich hier zum Beispiel dabei sein, oder? Genau, immer vorwegfahren und okay. Das Ganze dann... Ja, quasi aufpassen, dass sie nicht in irgendein Flugfeld reinfahren oder so.
So, was auch noch ganz wichtig ist, es sind schon mal direkt hier so ein paar Eckdaten für den Anfang. Man fährt hier mal auf den weißen Linien. Also auf diesen gestrichelten Fahrzeugen. Ach, Fahrzeugen, genau. Auf dieser normalen Fahrroute. Ist wie im echten Leben. Die ganz normale Straße. Genau. Es ist gerade wenig los hier auf dem Flugfeld, sehe ich gerade im Grunde gar nichts. Deswegen ist sehr die Frage, wo die ganzen Herrschaften sind. Aber ich kann trotzdem mal kurz einen Überblick verschaffen, was wir hier alles haben. Es wird nachher noch im D-Funk ganz viele Listen geben, wo das Ganze eingetragen wurde. Wie, wo, was funktioniert, weil wir haben hier bestimmte Flugrouten, Flugbahnen. Und damit hier kein Chaos verursacht wird, wäre es sinnvoll, dass wir die einmal kurz dann durchstudieren. Halleluja. Wir haben hier zum Beispiel einmal die Landebahn 21. Natürlich dürfen wir jetzt hier auch nicht so hier drauf rumfahren, wenn wir nicht wissen, ob hier einer startet oder landet. Deswegen müssen wir uns auch ganz schnell wieder hier entfernen. Studieren. Genau, studieren und weg. Das kann das werden. Genau, wir haben hier auch verschiedenste Flugpositionen. Und zwar haben wir hier vorne einmal Position 7 und einmal 8. Ich fahre jetzt mal auf der gelben Linie, wo man dann quasi nachher als Einweiser steht. Und zwar wäre das einmal hier die Position 7 für kleinere Maschinen. Und hier vorne links einmal dann die für die, ja, auch ebenfalls kleineren Maschinen. Was jetzt klein und was groß ist, wird auch nochmal gleich gezeigt. Ja, ich glaube, ich selbst erkläre klein und groß. Genau, A319, 320 ist noch klein. B747 ist auch noch klein, A350 und A380 natürlich, die ist, ein Tickchen größer. Gesundheit. So. Was haben wir hier noch wunderschön Wichtiges? Genau, wir sehen hier schon. Ich sehe in meinen Augen einen roten Punkt. Oh, hier stehen auf jeden Fall einige Herrschaften. Der Vito hier vorne ist die Nummer 1. Der erste Follow Me, der hat nur blaues Blaulicht. Der Turan sei schon. Tiguan, das ist Tiguan, die Nummer 3. Ja. Die kann umschalten zwischen Blaulicht und Gelblicht, die ist ganz nice. Da gibt's, auf jeden Fall habe ich noch gehört. Erinnere mich an Wiener Linie. Gibt es bald auch noch weitere Versionen. Ich glaube, wir wechseln mal kurz den Wagen. Das Blaulicht schon. Ah, geht sogar. So. Perfekt. Jetzt ist auch. Casablanca. Das Auto ist aus Casablanca. Genau, das Spezialkennwort. Okay. Gehört das Flugzeug zu uns oder ist es, würde ich sagen, der Polenwohnung oder so? Das EasyJet. Der EasyJet? Ich glaube, da, ich weiß gerade, sitzt da gerade einer drin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gucken wir mal eben ganz fix. Hallo, wer besetzt? Nein, hier ist keiner, okay. Perfekt. Ausstellungsmodell. Naja, also an sich, das ist funktionstüchtig, aber es ist gerade noch kein offizieller Flugbetrieb gerade hier. Deswegen. Sehen noch wenige Piloten, oder nicht? Ja, der Pilot von gerade, der hat jetzt, leider ein weiteres Bewerbungsgespräch und da können wir so leider nicht hier. Das Auto kann ich eh schon auspacken beim Job, oder? Mit dem Airline-Pilot, oder? Um ehrlich zu sein, kann ich das noch nicht ganz beantworten, wie das genau eingestellt wurde. Das würde ich mir dann ein Auto auspacken gleich. So. Ja, wie gesagt, es stehen hier zwischendurch ein paar noch hier auf den Straßen rum, wo wir gerade waren. Also da vorne rechts stehen zum Beispiel. Fahr mal hier kurz schräg rüber. Hier vorne stehen auf jeden Fall verschiedenste. Die sind auf jeden Fall funktionstüchtig. Aber ansonsten müssen wir gleich erstmal gucken, dass wir noch ein paar mehr Bewerber bekommen, weil nur mit ein, zwei Personen ist es noch recht schwierig, was zu zeigen. Deswegen müssen wir erstmal gucken, dass wir hier ein paar mehr Bewerbungen haben. Also, falls ihr Bock habt auf den Flughafen, kommt gerne dazu. Wir müssen hier gerade noch ein bisschen was einstellen. Machst du auch Pilot und Follow Me? Ja, definitiv, mache ich alles. Check. Check bestanden.
Check. Wo ist denn der Feuerwehrbus? Ich würde jetzt einmal kurz sagen, dass wir einmal zum Bekleidungsgeschäft fahren, denn wir haben noch eine, ja, eine, sagen wir mal, nicht offizielle Uniform. Voilà. Die muss man sich ein... Oh, okay. Ja, die, wird aktuell noch hier alles viel eingestellt. Die Bekleidungsfirma, die uns beliefert, die ist noch nicht so weit, dass sie uns das zugeschickt hat. Deswegen müssen wir uns noch aktuell per Hand darum kümmern. Aber das kriegen wir definitiv gut hin gleich. Was ist denn mit diesen Blinkern los? Ja, die Blinker sind immer ein bisschen speziell. Das ist leider nicht anders umsetzbar. Kevin, wie geht's dir? Moin, Lenny. Technik aus... Keine Ahnung. Casablanca. Ist egal. Die sind, die Blinker haben hier einen Spezialfehler. Kenn ich so gut. So schön selber sie auch sind, so schade ist es, wenn sie nicht gehen. Aber ja, können wir nicht ändern. Kenn ich, bin selber Staatsbesitzer, hab selber das Problem. Ist leider so. Okay. Mein Gott. Immer diese Leute, die so abdrängen müssen hier. So, normalerweise fahren wir jetzt nicht mit einem Fullum hier durch die Gegend. Es ist ja nicht hier Flughafenbereich, es ist ja nur ein reines Flughafen-internes Fahrzeug. Mit dem Auto dürfen wir nur im Flughafengelände fahren. Also. Genau, weil sonst hier zum Beispiel haben wir ja keine Aufgabe und haben auch keine Straßenzulassung. Also braucht man dafür jetzt eigentlich auch gar keinen Führerschein, oder? Doch, Führerschein brauchen wir auch, deswegen fahre ich aktuell noch. Aber jetzt... Nimm's nicht so eilig, wenn wir jetzt am Anfang noch ein bisschen hier am Einstellsimulator sind, weil wir müssen noch ganz viel hier alles einstellen. Und auf dem D-Funk wurde sich da schon beworben, alles vorschriftsmäßig? Ja. Ja? Ich hab mich schon beworben, ja. Okay, gab's auch schon eine positive Rückmeldung? Von Ihnen, ja. Wenn Sie Thorsten genau. Wolf sind. Möglicherweise. Okay. Nee, da hab ich gestern. Ja, es ist grün, also. Ja. Los, kein Stress hier. Genau, was wollte ich jetzt? Genau, wir müssen dahin zum Bekleidungsladen. Ich gebe mir mal gleich eine kurze Liste, wie sie sich einkleiden können. Müssen wir kurz schauen. Bestens sagen sie mir das erst, wenn wir im Bekleidungsladen sind. Ja, jetzt, wenn ich es jetzt sage, erstens kann ich es dir selber nicht aus dem Kopf sagen. Und zweitens dauert das noch ein bisschen. Ja. Genau, auch hier gab es die Regel. Man darf nach 5 bis 10 Sekunden roter Ampel weiterfahren und muss nicht komplett die komplette Rotphase abwarten. So, hier ist auf jeden Fall Bekleidungsladen. Der gute alte Discount. Ja, so schlecht ist der nicht, der Laden. Aber besser als nix. So, dann einmal gleich kurz den D-Funk im Auge halten, dann gibt es dann eine detaillierte Liste. Auf dem Flughafen-Depot oder was? Ja, genau. Jetzt schon, ne? Genau. Gibt's dann einen Augenblick, muss ich kurz vorbereiten und dann. So, ich muss mal ganz fix hier auf Discord das Ganze dann einschreiben. Wo haben wir es denn? Ach, okay, das war der. Das habe ich doch irgendwo nochmal aufgeschrieben gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Bist du noch lange nicht fertig? Kommt sofort. So.
So. Perfekt. Dann haben wir das auch schon mal wieder eingestellt. Und können direkt weitermachen. Oh, Schüsse, Schüsse. Wie war's, Schüsse? Hier wird scharf geschossen. Also ich habe gerade noch nichts gehört. Ja, bei mir schon. Übrigens passt mein Ohr. Weißt schon was? Passt das? Ja, aber als Follow-Me-Fahrer brauchen wir definitiv eine Warnweste. Ja, aber der Ohrschützer passt, oder? Das, also das Ohrgerät. Nee, das sind diese tatsächlichen Gehör. Ohrstützer wie bei der Baustelle. Ach du Scheiße. Moment. Ja, es ist aktuell noch ein bisschen friemelig. Ich guck mal kurz. Und das war unter. Bam. Hier, die meine ich. Okay. Bin ich froh, wenn das. Kann man das nicht speichern dann, dass ich das? Ja, das kann man speichern. Das ist dann einmal drin. Und dann passt das. Okay, sonst will ich das jetzt kurz speichern, das Outfit. Ja, man kann nur leider aktuell nur eins haben, deswegen. Ja, wie gesagt, ich speichere das jetzt einfach. Autocache. Speichern. So, jetzt mache ich das Outfit. So. Dann würde ich sie gleich einmal direkt zur Fahrschule fahren. Genau, die gelbe Weste ist das. Die können sie noch umschalten auf orange oder gelb, das ist egal, sonst Follow Me kann gerne gelb machen. Ist in meinen Augen grün. Ja, grün, gelb. Will ich orange machen? Ich mache orange, mir gefällt das. Ja. Wenn sie fertig sind, kommen sie gerne zum Wagen und bitte die Hintergrundmusik ein bisschen runterschrauben, sonst hört man nicht doppelt. Ich hab nicht mehr was an. Okay. Dann lass ich es mal kurz machen, ich warte im Wagen. Okay. Habt ihr irgendwelche Fragen, die ich schon mal beantworten soll? Irgendwas noch unklar, was man machen kann? Was ihr sehen wollt vielleicht noch? Also ich kann jetzt nicht zu jeder Fraktion kurz mal Hallo sagen. Das wird ein bisschen schwierig. Ich würde gleich wieder zur Feuerwehr gehen. Und vielleicht gibt es da schon soweit die ersten... Ja, Einsätze weiß ich nicht, aber vielleicht schon ein bisschen mehr Struktur, um das Ganze dann noch besser zu machen. Wo findet man den Server? Meinst du jetzt den Discord-Server oder meinst du jetzt den 5M-Server? Also Discord-Server kannst du mit Ausrufezeichen DC Discord hier reinsenden und dann kann man direkt alles über den Discord-Server sich bewerben. Bei Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Bundeswehr, Flughafen, Krankenhaus zum Beispiel. Ach genau, Krankenhaus, genau. General Beni sagt schon, wir möchten alles sehen. Alles, sofort, alles. Ja. doofe Frage eigentlich, ne? Was wollt ihr sehen? Alles. Ja. Alles ist schön. Wir können gleich gerne mal. Das ist Köln Roleplay. Köln mit OE. Und eine da, wo Fresse. Aktuell 28 Personen drauf sind. Ja, sorry, ne? Aber das Outfit, ne? Ich hab's gerade gespeichert, ne? Aber das war komplett da. Weißt du? Da ist nichts alles reingeschrieben. Man sah nichts bei dem Outfit. Okay, dann kein Stress. Dann würde ich erstmal vorschlagen, dass wir eins nach dem anderen machen. Ja, dann laufe ich jetzt einfach mal so rum. Ja, passt ja. Der Flughafen ist aktuell noch nicht ganz komplett im Dienst. Also, da ist noch ein bisschen Zeit für. Dann würde ich einmal kurz zur Fahrschule fahren mit Ihnen, dass Sie schon mal den Führerschein machen. Und da muss ich mal gleich gucken, dass ich irgendwie... Ja, warte mal. Tankstelle. Was ist das für eine Hupe? Ja, wenn man die mal länger macht. Was ist das für eine Hupe? Das ist keine Hupe, das ist eine Mischung aus Hupe und Horn. Ach, du Scheiße. In meinen Ohren österreichisch. Ah, so ein geschultes Ohr haben wir. Hm? So ein geschultes Ohr haben wir. Ja, ja.
Ja, ursprünglich. Wir fahren aber jetzt nicht zur Fahrschule, oder? Ja, die Fahrschule ist auf dem Weg, aber wenn wir gleich liegen bleiben, okay, ist halt schwierig. Nee, ich komme ursprünglich aus Wien. Ah, okay. Also aus. Ja. Menschen, Wien starten bin ich auch der Polizeidirektor. Alles klar. Dann gerne mal den Wagen betanken. Wir sind schon bei 40%. Ich hoffe, das ist günstig. Günstig ist was anderes, der Sprit. Also da ist er gerade bei 1,24 für Super und Diesel nur 1. Das muss ein Systemfehler sein. Man muss ja. Die haben das Komma um 5 Stellen falsch verschoben. Ah, genau so ist es. 1400 Euro wahrscheinlich. Ja, wenn es so weitergeht. Ich sag nur eins, wenn es bei 999,99 ist, dann fängt es wieder von 0 an, weil es bei 1000 nicht mehr weitergeht. Ja, Anzeigefehler ist es dann, ne? Ja. So, ach, warte mal. Da haben wir, glaube ich, ganz viel Glück. Denn ich meine, die Fahrschule ist hier vorne links. Der denn? Das ist ein Fahrschüler oder was? Ey, schau mal, der schlägt den zusammen, schau mal. Was macht der denn da? Ist der dumm? Siehst du das auch, Thorsten? Ja, sehe. Ich würde mal sagen, Notruf. Was macht denn der da? Fährt der jetzt alles zusammen oder was? Tatsächlich. Das ist ja nicht mehr ganz bei Trost, ist er. Alles klar, würde ich sagen. Hier ist auf jeden Fall wieder einiges los. Ja. Ah, ich glaube, die Blinker sind endlich mal funktionstüchtig. Ah, wen haben wir denn da? Oh, warum liegt dein LKW auf der Seite? Ich hoffe, ich kann starten in dem. Herr Thorsten Wolf. Ja Mensch, was macht ihr denn hier? Seid ihr noch nicht fertig? Doch. Doch, ein Azubi ist noch irgendwie so ein bisschen verschollen. Das ist der Bus. Ja, ach, da ist der Bus. Ah. Habt ihr gerade den LKW gesehen, der hier den da vorne, also nicht erschlagen nein, hat, aber... ich glaube, das haben wir einfach lieber nicht gesehen. Ah ja, was macht der Bus hier? Der sieht auch ziemlich, Ich hoffe, der kann zur Wache ran. Ja, ist noch nicht so alles optimal hier, gell? Kann man so behaupten. Ja, wir kriegen das hin, wenn wir. So, wo ist jetzt der Kollege, der beim Follow Me hier? Wo ist der? Ist gerade nach oben gelaufen, glaube ich. Ah. Entschuldigung. Ist er ohne Führerschein gefahren? Nein, ich bin gefahren. Kann mich nicht mehr bewegen. Toll, die Scheiße. So, dann würde ich vorschlagen, dass du einmal den Führerschein machst und ich lasse den Wagen da mal stehen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, was soll denn das mit mir? Herr Wolf, können Sie uns kurz zur Feuer- und Rettungswache fahren? Ja, mache ich sofort, einen Augenblick. Jetzt Dankeschön, geht's. Dann nehmen wir nein, ich will nicht schlagen, was soll denn die Scheiße? Hör doch mal auf mich schauen, du Esel, Alter. Das ist, wenn du mich nochmal einmal beleidigst. Das war eine Muskelzuckung. Nur die Ruhe. Was passiert denn dann? Ich kann auch gerade euch noch kurz. Hallo Jungs, entspannt euch. Das adoptierte Scheißkind, Alter. Ei. Das ist adoptierte Scheißkind. Ey, hallo. Ach Gott, der Bus. Ah, okay, verstehe. Ich hab gesagt, dass es eine Muskelzuckung ist. Und jetzt beruhig dich einmal. Wer fährt gerade im Bus? Ich. Darf ich einmal kurz. Klappt das mit dem Bus jetzt oder Was war denn eigentlich mit dem Bus denn los dann? Ich weiß es nicht, was ist. Ach herrje. Okay. Wir haben hier ein paar Probleme. Und zwar, der sagt dir, du sollst 80 fahren, sag ich jetzt mal, maximal. Ja. Und der haut dir vorher schon einen Fehler da rein. Obwohl nichts passiert ist, wo ich mir dann denke, Bruder, willst du mich verarschen? Ich hatte gerade 70 drauf, keine 80. Okay. Und nein, da war keine Zahl hinter der 70. Also nicht 71, nicht 72, nicht 73. So, sobald du an die 70 kommst, wo haut er dir einen Fehler rein?
Genau das gleiche auf der Autobahn. Sobald du an die 100 kommst, obwohl du auf der Autobahn da angeblich 120 fahren darfst, haut er den Fehler da rein. Okay, dann würde ich einmal vorschlagen, dass das Ganze im D-Funk einmal eingetragen wird unter Bugs, sodass sich dann die Bundesverwaltung darum mal kümmern kann. Ja, ich habe jetzt auch erstmal aufgenommen und werde es auch nochmal an die Bundesverwaltung weitertragen. Feuerwehr. Wie sehe ich denn meine Fußsoße? Über den F10-Muskel. Über den F10-Muskel. Will noch einer mitfahren? Oder sie machen T-Slash. Ja, gleich. Wir müssen zur Rettungswagen. Okay, ich warte. So. Mann, seit ich das F10-Menü geöffnet habe, kann ich mich nicht mehr bewegen. Wer kann sich nicht mehr bewegen? Hat der den Bus zugemacht? Der voll oder was? Nee. Oder was? Mein Gott, was für ein Chaos. So, die beiden Herrschaften hier vorne bitte einmal, wenn einer von den beiden Probleme hat. Ich habe nichts gemacht. Ja, kein Problem. Ich rede ja von beiden, nicht von einem. Ich hab doch nichts gemacht. Ja, hab ich irgendwas gesagt, dass du was gemacht hast? Nein, also, hör doch mal erstmal zu. So, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst oder so, einfach mal. Können Sie mich vielleicht einmal ganz kurz eine Spritze geben? Eine Spritze. Wenn es besser geht. Hab leider keine Spritzen bei mir. Also. Ich brauche jetzt was. Der Typ hat mich richtig runtergeprügelt. Ja, müssen wir gleich gucken, dass wir einen Mon-RTW besetzen und dann mal hier vorbeischauen, wenn die noch da sind. Ja, ich wollte jetzt eigentlich meinen Führerschein prüfen machen. Dann machen Sie die doch erstmal und wenn es Ihnen danach besser geht oder schlechter, dann oder besser, dann brauchen Sie keinen RTW. Wenn es Ihnen schlechter geht, rufen Sie einfach den Rettungsdienst. Ja, muss ich beides machen, Fahrprüfung und LKW-Fahrtüchtigkeit? Ja, die Führerscheine, die Sie brauchen, die müssen Sie machen. Also für PKW, normal PKW und LKW, den anderen. Ganz normal. So, sind wir jetzt ich voll? Ich hab kein Geld mehr. Wir müssen einmal zum Feuer. Wir haben so einen Einheit. F10, du musst danach wieder F10 drücken, dann kann man das aktivieren, deaktivieren. Das ist ganz normal. Ganz normal möglich. So. Da fährt die LKW-Kolonne weg. So. Dann fahre ich jetzt einmal zur Feuerwache. Und dann würde ich mal behaupten, gehen wir mal, gleich schon der erste Unfall hier vor der Nase. Machen wir mal gleich eine Fahrzeugeinteilung, gucken, dass wir mit den Leuten eine Ausbildung anfangen und beginnen. Und dann das Ganze. Oh, falsch eingeordnet. Entschuldigung. Das Ganze dann, mit dem aktiven Dienst dann in die Wege geleitet wird. Und ach, guck mal an, da haben wir schon die ersten RTWs stehen, aber das sind nicht unsere, das sind die vom Krankenhaus. Kannst du mal die Bundeswehr zeigen? Ja, das kann ich gerne machen. Die Bundeswehr ist nur leider noch nicht gerade aktiv, glaube ich. Oder müssen wir mal gucken. Ist, glaube ich, noch keiner da. Nee, ist noch keiner da. Müssen wir dann mal gucken. Wenn das Ganze nach ein paar Tagen beginnt. Weil wir wollen jetzt noch nicht alles in der ersten Probewoche wollen wir nicht direkt alles hier am Start halten. Das wäre sonst viel zu viel. Ist das dein Ernst? Auto kaputt. Oh. So, ich lege mich jetzt nicht mit einer Schlägerei an, deswegen schnell weiter. Das ist mein Server, ja. Köln Roleplay. Oh, gute Nacht. So. Muss man Einreise machen, Mindestalter. Mindestalter gibt es keins.
ist ganz normal möglich. Geistige Reife wird vorausgesetzt und der nächste Grund. Da Einreise ist normale Discord Whitelist, dann passt das. Hab mich mitgerissen. Was? Wir haben jetzt schon hier. Die beiden haben ein bisschen zu tief ins Glas geschaut. Hey, sag mal, was soll das? Ich muss dich mal mitnehmen. Wir haben hier ein kleines Problem. Oh Gott, das ist ein Hallo, beruhigt euch mal. Ich hab den hinten auf dem Hof gefunden. Der lag hier auf einmal. Oh Gott. Ja. Wo sind denn meine Azubis? Perfekte Aufgabe, hallo. Ich hab keinen Job. ich hab noch keinen Vertrag bekommen. Ohne Vertrag wird doch nichts. Hallo der Herr. Können Sie mal kurz mitkommen? Hallo. Ja. So, gucken wir mal. Ich muss das ja leider mal ansprechen, aber wir haben, also, damit Sie natürlich Bescheid wissen, ne, wir sind gerade daran, das Autohaus zu reparieren. Und irgendwie haben wir Probleme, dass ich dem Herrn hier nicht. Ja, ich weiß, ich schreie gleich. Noch lauter! Wie öffne ich denn meine Nummer? Was seid ihr? Nein, wir haben gerade so einige Probleme hier, deswegen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Am besten hier aufhalten, ich bin schon dran. Ja. Warum ich bin doch. Alles klar. Also vielleicht wäre auch sinnvoll, dass die einen oder anderen schon die Verträge bekommen, weil sonst wird das nämlich auch schwierig. Ja, natürlich. Ich bin ja eigentlich gerade mit meinen Azubis hier beschäftigt. Liebe Kollegen der Polizei, ich glaube, das ist was für euch. Da ist nicht mehr viel zu machen. Du hast doch nicht mal deine Arzttasche geholt. Und du sagst schon, er ist nicht mehr lebendig. Guck ihn dir doch mal an. Jetzt mal ganz ehrlich. Er hat keinen Puls. Er schnauft nicht. Er hat ein Loch im Rücken. Also mein Ausschlusskriterium ist einfach, die Haare sind schon mal ganz mies. Der Herr ist schon längst ganz schlechter drüber. Ich habe irgendwie alles versucht, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich fand eine große. Also der Frisur nach zu urteilen ist der Herr schon viel zu alt, also können wir in Ruhe. Ja, mein Gott. Habt ihr was zum Abdecken bei der Pol oder nehmt ihr ihn mit? Wie sieht denn das mit dem Krankenhaus aus? Jawohl. Ist da schon irgendwas, irgendwer schon? Kommen Sie mit. Gut. Der hat ja wirklich 9 Einschusswunden da, also. Was? Jetzt schon Wunden? Schusswunden? Das waren 9 Eintrittswunden. Och, hey, was ist denn da passiert? 2 größere Austrittswunden. In die Kniescheibe auch Schüsse bekommen, alles gefühlt. Alles kaputt. Blut verschmiert alles. Alles kaputt gemacht. Alles kaputt. So, wo ist mein Chef? So. Ist der Bus wieder mit, oder? So, wir gucken mal eben, was haben wir hier noch so für Möglichkeiten. Bam, bam, bam. Hier war doch irgendwo irgendwer, ne? Was ist mein Chef jetzt hier einmal hin? Der Chef müsste gleich kommen. Sonst, ich glaube, ich guck mal, dass ich nochmal mit dem, mit einem Privatwagen von mir schon mal zur Polizeiwache fahre. Genau, es gibt keine TRs, es ist alles In-Game-Voice. So, da haben wir es gerade gehört, leider. Das Autohaus ist noch nicht so ganz funktionstüchtig. Deswegen müssten wir uns leider anderweitig hier helfen. Mein Privatwagen, Tesla X, den habe ich mir auch schon gekauft, aber der ist leider noch nicht im Autohaus verfügbar. Und die Parkplätze sind auch noch nicht so ganz, wie sie sein sollen. Deswegen muss ich mal das Ganze so regeln. Und, oha. Der gibt auf jeden Fall Gas hier, würde ich sagen. Da fahren wir doch mal gleich bei der Polizei gleich mal gucken. Und auch hier wieder die ganzen Blinker, man kennt sie. Oh Gott. Ich muss sagen, der fährt echt gut, ne? Also der liegt wirklich gut im Wind. Und der fährt auch leider viel zu schnell. Was auf jeden Fall schon, ja.
wenn jetzt die Polizei mich anhalten würde, schon ziemlich gefährlich werden könnte, weil, guck dir mal die Beschleunigung an, also. Steigen Sie ein. Ach, warte mal. Ja? Machen wir mal kurz den Funk anders. So. So, guck mal, wie schnell wir vielleicht fahren können. Also, Alter, die Beschleunigung von dem Teil. 160 in der Stadt. Ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn wir jetzt so schnell unterwegs wären. Tempomaten haben wir natürlich auch schon. Aber, oh. Die Ampel war wohl rot. Aber mit so einem Flieger, Überflieger hier ist es auch sehr schwierig, vernünftig hier zu fahren. So. Dann fahren wir jetzt mal zur Polizeistation. Und da werden die Ampeln natürlich schon wieder richtig geil grün hier. Das gefällt mir. Natürlich haben wir jetzt am Anfang noch nicht so viele Einsätze für die Feuerwehr, weil die ganzen Herrschaften sich erstmal hier bewerben müssen, angenommen werden. Okay. Reifenplatzer. Und erstmal der Reihe nach ausgebildet werden müssen. Deswegen am Anfang ist hier noch erstmal ganz viel Bürokratie vorweg, die wir... Ach guck mal, der Bus steht immer noch da. Oder müsste sogar... Genau, das ist ja der Pendelverkehr. Dass da schon direkt die nächsten... Ja. Kommen können. Und dann kann man direkt weitermachen. So, und wann wirst du endlich grün? Mein Gott. Und schon wieder die nächste rote Ampel. Da kriegt man ja wirklich wieder einen Föhn bei diesen Ampeln. Aha. Ich vertrotzte. Oh, die Ampeln, die werden rot, die werden grün. Okay, warte. Nein! Bleib doch denn. Was? Wie läuft's da mal davor? Wieso fährt der hier mit Sondersignal? Was habe ich denn hier schon wieder verpasst? Also hier ist schon wieder echt was los. Machst du heute noch Einsätze? Ja, definitiv. Wenn schon die ersten reinkommen, dann mache ich auch natürlich schon die ersten Einsätze mit. Wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal zur Polizei. Ich möchte euch ja erstmal ein bisschen hier was zeigen, was wir hier so alles haben. Was es hier alles zu sehen gibt, dass ihr grob schon mal einen Überblick habt. Ich stelle das jetzt mal aus. Ich fahre gleich heute zum Ziel. Hä? Wieso höre ich dich hier trotzdem? Okay, komisch. Ja, heute wie gesagt mal ein bisschen, ich zeige euch mal ein bisschen was von allem. Wenn es dann später in ein paar Tagen die ersten Folgen gibt, dann wird es definitiv explizite
Folgen geben. Heute mal Feuerwehr, heute mal Polizei, heute mal Rettungsdienst und blablabla, was es alles so gibt. Heute mal einen Gesamtüberblick und natürlich jetzt am Anfang vom Server-Release ist das Ganze natürlich erstmal ein bisschen sehr chaotisch. Jeder weiß noch nicht, wo er hin muss, was er für Aufgaben hat und ja, was einen hier erwartet, ist ja auch alles voll verständlich. Und genau, damit wir jetzt mal ein bisschen hier auch mal vorankommen, ein paar Ampeln, die dann nicht mehr so... Ach, guck mal, die ist schon direkt ausgegangen, finde ich auch gut. Oh, hier vorne ist ein Blitzer, den muss ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich hier langsamer vorbeifahre. Was ist das denn für ein Mattenzug? Hä, wo höre ich die Sounds überhaupt? Wer hier irgendwo neben mir wäre? Wie kommt denn die? Ist sie irgendwer in der Nähe gerade? Okay. Sehr komisch. Aber wir warten mal wieder natürlich, wer hätte gedacht, auf die ganzen Fahrzeuge. Och. Stau, das liebe ich. Nett anhalten, ja. Oh. Mach doch mal Platz da, oh. Du. Wo ist denn hier die Kampfschule? Wir parken mal hier unten. Geht's denen noch gut? So. Uiuiui, ja, haben wir hier Motivation, würde ich sagen. Geht's Ihnen noch gut? Darf man fragen, was hier los ist? Sie sind gerade reingefahren bei mir. Ja, was fahren Sie rückwärts so eine Straße runter? Sind Sie wahnsinnig? Ja. Ich möchte bei Ihnen mitfahren. Darf ich bei Ihnen mitfahren? Hilfe. Haben Sie überhaupt einen Führerschein? Tschüss. Bleiben Sie mal kurz stehen, steigen wir bitte aus. Warum? Weil ich das sage. Ich hab Angst, Hilfe. Wie viele Leute sind hier im Bus? Ich. Nur ich und der Fahrer. Okay, was ist der Plan gewesen? Wo wollten Sie hin? Weiß nicht, der hat mich eingesackt. Ich war an der Feuerwehr mit ein paar Zivilisten, mit ein paar Leuten und der hat mich gefahren. Und ja, er hat mich einfach mitgenommen und ja, ich hätte jetzt durch die Gegend mit seinem Shuttlebus. Fragen Sie mich nicht, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich zur Fahrschule. Und ist dann zum PG mit hier hingefahren und hat irgendwelche Sonderrechte in seinem Bus drin. Ja, okay. Einen Moment bitte. So, dann müssen wir ganz kurz tätig werden. Was habe ich denn hier für... Das Schöne ist, ich kann jetzt ein bisschen rüberschrauben, aber... So. Ah. Hier sitzt schon wer, okay. Weg! Warum? Ruhe! Weg! Komm, steig ein, wir fahren. Ach Gott, hier in diese... I should just start cheating too. Well, what the hell ever then? Hä? Wo sind wir denn hier? Oh, I wish there was more time in the day. Wo sind wir denn hier gelandet? Was mich ein bisschen verwirrt, dass ich höre den. Das ist
In mich! Weg! Oh, ich verlaufe mich hier, das geht ja gar nicht. Hilfe? Hallo? Verschollen im System? Nein, hier sind wir auch nicht richtig. So, ich glaube, da muss ich mal ganz kurz hier mich, muss ich mal ganz kurz gucken, wo wir hier langkommen. Also, das ist ja wieder hier so eine Sache, ne? Mein Gott. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Also, irgendwas ist hier immer so ein bisschen schwierig. Ist aber auch nur so ein Gefühl, ne? Okay. Dann muss ich mal ganz kurz gucken, was hier der Lageplan sagt. Ist ja wieder Chaos, ey. Na? Na, wie geht's Ihnen? Wollt ihr Benzin schnüffeln? Mein Gott. Jetzt klappt's wieder. Perfekt. So, wir müssen uns mal kurz umziehen. Oh. Boah, was hauen Sie mir? Das Auto. Ich weiß nicht, warum höre ich den so weit? Das verwirrt mich total. Das ist Köln Roleplay. Heute haben wir den Server released. Ist noch ein bisschen chaotisch hier, aber das wird sich, ja, hoffentlich ändern. Jetzt gehe ich außen rum. Man kann auch innen rum rein und raus, aber, ich, muss jetzt mal. Ich habe einen besseren Orientierungssinn, wenn ich draußen bin. Kuckuck. Hallo? Hä? Wieso hört man dich? Und wieso komme ich hier nicht rein? Jetzt müsste sie eigentlich auf sein. Ist sie aber nicht. Warte mal, da muss mal kurz gucken, wo sind die Herrschaften alle? Wen habe ich denn jetzt um hier? Hä? Das ist ja irgendwie wieder so eine Sache, ne? So viel zum Thema, es funktioniert alles. Also irgendwas scheint da gerade noch nicht so zu funktionieren, deswegen ein Augenblick und das ist Fehlerping. Ich werde mal direkt mich hier... Wie können Sie sich aus meinen Armen wegbewegen? Direkt mal kurz vorbereiten. Ach, willst du mich verarschen? Ich war hier im falschen Raum. Ach ja, mein Gott. Ja. Warum? So. Jetzt haben wir es wieder. Wo sind Sie jetzt hin? Fahrzeug wurde nicht in der Garage geparkt. Was soll okay. Das da hier? So, dann zeige ich euch schon mal, was wir hier an Fahrzeugen haben. So. Wir haben hier auf jeden Fall verschiedenste Modelle. Das sind natürlich noch nicht alle, aber es sind schon mal die, die wir am Anfang drin haben. Ich glaube, mit so einem schönen, ja, Vito kann man sich doch erstmal gut hier... Warte mal.
Lagert. So, ausgeparkt. Dann schauen wir doch jetzt mal nach dem schicken Vito, den wir hier haben. Funkcheck, Polizeikanal. Check. Perfekt. So, dann sind wir zumindest schon mal auch wieder hier. Funkcheck. Check. Guten Tag. Tag. Was machen Sie Schönes? Brandanwärter, glaube ich, ne? Oder Anwärter? Radanwärter, genau. Können Sie mal die Azubis eventuell mitnehmen? Ja, kann ich gerne machen. Schusswaffen und so, die sind, warte mal, muss ich mal kurz gucken. Habe ich die schon in der Hosentasche? Sonst muss ich mich da nochmal mit ausrüsten. Ah, ne, das sieht... Entschuldigung. Ja, perfekt. Jetzt sehe ich nichts mehr. Jetzt sehen wir nichts mehr. Brille ist ja runtergefallen. So. Ich hatte hier gerade einen Herrschaft, ein Fahrer ist mit dem Bus hier losgefahren und hat einen entführt. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie weit der gekommen ist, weil ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mich jetzt umgezogen habe. Bus, also ein richtiger Bus. Ja, richtiger Bus mit, ich glaube, das war Köln-Bonn Airport Shuttle Service. Alle Einheiten, ein Köln-Bonn. Ein Bus wird gesucht, vermutliche Geiselnahme, bitte im Umkreis vom Flughafen und Innenstadt einmal absuchen. Ja, also ich habe es an die Kollegen rausgegeben, ich gehe mich jetzt erstmal umziehen. Und einmal an die Anwärter, bitte einmal hinten auf den Hof kommen, da werden sie dann auf die Streifenwagen eingestellt. Also ich glaube, ich habe vorhin noch einen Bus gesehen. An alle Anwärter, wie gesagt, bitte an den Hof kommen. Ich werde sie gleich auf die Streifen einteilen. Hallo? Ich ziehe mich da vorne noch schnell um. So, kann man Ihnen helfen? Ich habe vorhin doch schon einen Bus gesehen. Sie sind sehr leise, der Herr. Ich kann da gerade nichts tun. Irgendwann also ich höre alles doppelt. Sie können hier nur für ihn fahren. Und warte mal. Das ist bei mir auch ein bisschen was. Hinten an der Tankstelle irgendwo steht ein Bus. Steht ein Bus. Ja, habe ich nur gesehen, wa? Ja, was machen die jetzt? Steigen Sie mal bitte aus. Eieiei. So. Jetzt nochmal. So. Es ist noch ein bisschen chaotisch hier, ne? Deswegen. Ja. Hier und da haben wir noch nicht so die ganz. Was steht auf dem Bus drauf? Perfekten. Ich konnte nicht sehen, aber wir können da mal mit hinfahren. Entspannten. Ja. Ich glaube, das ist Stil. Warte mal. Aber wenn wir gleich hier alle eingeteilt sind. Dann wird das auf jeden Fall hoffentlich besser funktionieren. Wir warten mal eben, bis die ganzen Anwärter hier sind. Ich will mal eben umziehen. Alles klar. Wie ist Ihr Name, damit ich schon mal halbwegs irgendwas lernen kann? Ich bin der Herr Sven Rumba. Sven Rumba, alles klar. Wer sind Sie? Diana. Diana? Jana, ja. Ach, Jana. Moin. Kratzmann, Frage. Wissen Sie zufällig, in welcher Etage die Umkleiden sind? Hier vorne rein. Unten, minus 3. Ach, Erna, mein Gott. Also bald habe ich auch alle Variationen durch. Erna, oberbillig. Eieiei, ich hoffe, es ist nicht zu unterteuer. Und, willkommen im Team. Ich glaube, Praktikantin gerade, oder? Anwärterin schon, okay. So, wir warten mal immer auf die Kollegen. Wie viele... Hat irgendwer einen Überblick, wie viele Leute wir gerade im Dienst sind? Nein, ich habe hier noch nicht mal ein Funkgerät. Okay, Handy aber schon, wenigstens? 6. Ja, aber das funktioniert irgendwie bei mir nicht. Oder? Okay. Und durch Wasserschaden oder so. Aber Handy und so haben sie beide, ne? Ja, aber funktioniert halt nicht. Ja, das ist am Anfang, will ich sagen, normal, aber es ist halt, Ja, es ist nicht normal. Es dauert ein bisschen, bis das sichtbar ist. Ja, nee, bei mir funktioniert gar nicht an nichts. Ja, das ist am Anfang, beim ersten Mal muss das ein bisschen. Braucht der Handyanbieter ein bisschen, um das dann zu überspielen, das Ganze. Das schon länger, deswegen.
Also. Das bei mir gar nicht. Hm, okay, dann sollte das auf jeden Fall bald funktionieren. So, Hallöchen. Ach, Hallöchen, die Stimme kennt man auch. Ja. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich mal fragen darf? Kai Kratzmann. Ach, der Kollege. Okay, sind das jetzt alle oder sind noch ein paar da? So komplett. Das sind gerade alle. 2, 4, 5, einer fehlt. 6 Stück sind angemeldet. Also einer fehlt. Na gut, der 6. ist gerade. Warte mal. Ich. Okay. Das sind alles Anwärter hier richtig, außer Sie, Herr. Wie heißen Sie? Thorsten Wolf. Ah, Herr Wolf, okay. Dann würde ich sagen, Herr Wolf, Sie fahren jetzt mit der Kollegin. Gerne. Und, Herr Latini, fahren Sie auch mit oder, sind ich fahre separat mit meinem, ja. Alles klar, dann fahren Sie bei mir mit. Genau. So. Gut, dann kommen Sie mit. Dann gucken wir mal. Okay, anderes Auto. Falsches Auto. Die Dame, Sie müssen ins andere Auto. Direkt beim Chef einsteigen, so gehört sich das. Gibt's eine Abjede. Rambo der Zerstörer, gibt's bei euch eine Einreise? Ja, gibt es. So, einmal aber eine ganz einfache. Punktcheck, Streifer 1. So, ich denke mal erstmal, wir gehen mal tanken. Damit wir gleich hier nicht auf der Einsatzfahrt. Ich frag den Typen jetzt mal, was er hier will. Irgendein, Platten haben oder dergleichen, da liegen bleiben. Wir versuchen doch einen Bus. Ja, aber sind Sie Polizist oder sind wir Polizist? Ja, und gesagt, wo er sitzt. Ja. Da knallt schon der erste LW durch die Stadt. Ich kümmere mich einfach drum. Ich mach's gerade einfach. Wolf an der Dini kommen. Wolf hört. Fahren Sie mal bitte einmal zur Tankstelle, die rechts runter geht. Da soll der Bus gemeldet sein, wo die Geiselnahme angeblich stattgefunden haben soll. Okay, alles klar. Sonder- und Regelweg ist frei. Das ist Köln Roleplay, Leute. Sie zur Info, Herr Latini, der Täter, den Sie gerade befragt haben, der ist gerade über rote Ampel gefahren. Ich halte noch mal an. Zumindest. Jetzt wissen wir natürlich nicht genau, wo der sich befindet. Ah, hier. Einmal stehen bleiben, bitte. Einmal stehen bleiben, bitte, und aussteigen. Warte mal. Okay, das ist leider ein Problem. An meiner Position einen leeren Bus vorgefunden. Ja, der Bus ist. Der Bus will sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Der Bus ist leer, da ist noch gerade ein weiterer vorbeigefahren, der blaue, aber der ist nicht beteiligt. Oh Mann! Mhm. Mein Gott, was ist das denn hier? Ah, okay. Schade, das sollte auch bald kommen, dass wir eine Verkehrszone hier einrichten können. Oh, perfekt. Wir werfen hier schon direkt das Schild um. Haben wir gerade einen Zollbeamten eventuell hier?
So, die Lage ist erstmal unübersichtlich. Der Bus wurde so vorgefunden. Keine Person sichtbar. Müssen mal gucken, was wir denn mit dem Bus hier machen. Oh. Ey! Also, was ist das denn hier? Ich weiß es auch nicht. Schon fast sage ich nur, ob man die gut hier. Fahrbahn räumen hier schon fast. Hab Abschleppservice angerufen, sie holen gleich den Bus ab und er wird dann zu uns gebracht. Okay. Wie ist so mit dem Notruf, dass man da nochmal. Haben wir schon, dass wir uns anmelden können oder? Heute Abend. Alles klar. Wird alles heute Abend, fertig immer. Okay. Dann schlage ich vor, dass mal. Also ihr seid Streifer 1, ich bin ja einfach Leitstelle oder Direktor gerade. Oh ja, okay. Aber ihr seid Streifer 1, der andere war Streifer 2. Arnold 1 hat verstanden. Arnold 1. Genau. Arnold, an der Leitstelle. Die 13-3 für die 13-1, bitte kommen. Sie sind Streife 2, würde ich Ihnen noch einmal mitteilen. Der Herr Wolf ist Streife 1. So verstanden, wir sind Streife 2. Gibt es auch eine Spezialeinheit? Ja, definitiv. Es wird auf jeden Fall viele verschiedenste Spezialeinheiten geben. Natürlich nicht alle auf einmal, so viele Leute haben wir gar nicht. Wir wollen erstmal den normalen Verkehr, sowohl den Zivilverkehr als auch den anderen krassen Verkehr laufen lassen. Natürlich ist sowas wie Zoll geplant. Ihr habt ja schon gerade gehört, die Nachfrage nach dem Zollbeamten. Also es gibt schon einige, die dafür eine Ausbildung haben. Noch nicht viele, deswegen. Oh Leute, mach mal den Blinker aus. nicht viele haben bisher die Ausbildung, aber Zoll gibt es. Es gibt Unfallaufnahme, es gibt hier ganz viele verschiedenste Möglichkeiten nach Unfallaufnahme, Spezialeinheit, SEK, LKA, BKA, MEK und wie sie alle heißen. Streife 2 ist jetzt kurz im Prinzip. Ganz viele Möglichkeiten. Schön. War der nicht gerade ein bisschen zu schnell unterwegs? Also wirklich. Ah, komme ich da durch? Der fährt doch garantiert hier über die roten Ampeln, oder? So schnell kann er doch gar nicht hier von A nach B sich bewegen. Halt, Polizei, einmal stehen bleiben. Einmal stehen bleiben. So. Guten Tag, der Herr. Bleiben Sie bitte kurz stehen. Wie bitte? Bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Sind Sie gerade mit mir ganz geredet? Ja, klar. Mit dem DHL-Wagen befahren? Ich? Ja. 13.01 für 13.03 kommen Sie. Mein, 13.01 für Firmenauto. Und können Sie mir erzählen, warum Sie über mindestens drei rote Ampeln gefahren sind? Keine Waffe besitzen, nur Schlagzeug und Taschenlampe. Ist korrekt. So verstanden. Also rote Ampeln sind dafür, dass man anhält, ne? Und nicht komplett mit 50 km/h. Du brauchst mir nicht die Welt erklären, ich kenne den Straßenverkehr, ich habe 2 Führerscheine gemacht. Ja, und? Ich bin doppelt so alt wie du. Ja, und? Oder wie sie. Also ein bisschen mit Respekt bitte gegenüberstehen, ne? Bin kein Stück Scheiße. Okay, nur weil ich ein DL, nur weil ich nicht Polizist bin, so wie sie. Nur weil ich normaler Briefträger bin. Okay? Jetzt sagen Sie mir erstmal Ihre Dienstnummer, wo Sie verpflichtet sind, sie mir zu nennen. Bitte, ich höre. Also erstmal mit so einer frechen Grundeinstellung. Doch, weil Sie auch mir frech und respektlos gegenübertreten, möchte ich gerne Ihre Dienstnummer haben. Sind Sie verpflichtet, mir zu geben? Aha. Ja, aha, das ist nämlich auch so.
So, rufen wir mal kurz die Kollegen an. Rufen Sie mal die gerne die Kollegen an. Arnold 1 an Leitstelle. Leitstelle. Ja, ich habe hier einen Transporter DHL, der ist über mehrere rote Ampeln gefahren. Ziemlich respektloses Verhalten gegenüber Polizeibeamten. Ist gerade an meiner Position bei einer Verkehrskontrolle. Benötige einmal Unterstützung. Ja, ich komme persönlich selber vorbei. Ach, mein Gott, diese Fliegen hier drumherum. Doch gut. Wunderschön. Ein wunderschön. Dachchen. So, wie kann man hier helfen? Ja, ziemlich respektloses Verhalten gegenüber Polizeibeamten und zu schnell fahren über rote Ampeln. Gut, Herr, frage Sie mal, wo liegt das Problem hier? Ich grüße Sie. Guten Tag. Ich wollte hier meine Pakete abliefern. Also sind über mehrere rote Ampeln gefahren? Einen Moment bitte. Der Schleifenwagen macht hier Aufnahmen. Das kann gerne so möglich sein. Worum es hier geht, das mit den roten Ampeln war ja zweistellig. Erstmal ist der Herr Kollege, versucht er mir hier die Welt zu erklären, wird respektlos und unhöflich gegenüber mir. Bitte was? Ich habe sie gerade auch ausreden lassen. Ich möchte, dass sie mich bitte auch ausreden, ja? Und dann habe ich ihn nach seiner Dienstnummer gefragt, die er verpflichtet ist mir zu geben. Ich weiß nicht, ob sie Kriminalpolizist sind. Daraufhin hat er die Leitstelle angefunkt und ich habe ihm ausdrücklich gesagt, dass er diese nicht gerade rausgeben soll. Muss da doch. Ich, er muss nicht. Wenn ich sage, ich komme doch vorbei, ich bin der leitende Direktor hier. Wenn ich sage, er hat sie jetzt wunderbar nicht rauszugeben, dann rückt er sie jetzt nicht raus. Wenn sie jetzt noch weiterhin irgendwelchen Probleme schieben oder Stress schieben, können wir sie gerne mit auf die Wache nehmen, wenn sie es anders klären möchten. Und dann klären wir es weiterhin auf der Wache. Ich hoffe, Sie wissen die Zeit, die Sie mich da halten können. Ansonsten kann ich Sie wegen Freiheitsberaubung verklagen. Na, also 14 Stunden durch. Gerne verklagen, wenn Sie mich. Machen Sie das, nehmen Sie mich mit auf die Wache. Ich komme mal auf die Wache. Check. Nehmen Sie mich mit auf die Wache. So, ich werde Sie. Ich meine, ich wurde nicht mal nach dem Personalausweis gefragt, ich wurde nicht mal nach dem Führerschein gefragt, aber passt schon. Ich wurde nicht mal kontrolliert, ob ich irgendwelche gefährlichen spitzen Gegenstände dabei habe, wo ja, ich den Kollegen verletzen gerade könnte. Mache ich doch. Hat der Kollege aber nicht gemacht, ich weiß nicht, was der ist. Ich PKA doch oder so. Reden Sie normal hier. Ich rede ganz normal. Ja, ich rede vielleicht in dem. Ich rede vielleicht in der Art, wo ihr Ausbilder. Ich rede vielleicht in der Art, wo ihr Ausbilder es ihr nicht beigebracht hat, aber. Rede normal. Ich also bei den Stimmbändern würde ich das doch nicht mehr behaupten, aber egal. Ich möchte bitte, dass Sie mich nicht duzen. Ich möchte, dass Sie mich siezen, bitte. Und ich möchte einen Pflichtverteidiger anrufen. Also von mir aus können Sie jeden anrufen der Welt, den Sie möchten. Können Sie das auch alles auch gleich gerne machen. Können Sie gleich gerne dann machen. Dann werden mir die Rechte vorgelesen, wann werde ich... Du... Komm einmal mit zur Waffe, dann. Wann werden mir die Rechte vorgelesen? Ich muss Ihnen die Rechte, gleich vorlesen. Ja, ich muss Ihnen die nicht sofort... Ich wusste gar nicht. Oh, Baller. Ich habe Ihnen gesagt, was ich vorhabe. So, Sie haben das richtige Also an sich... Alter, immer diese Doppelkombination hier. Information an den 1301. Wir hätten jetzt einen Zollbeamten im Dienst. Ja, wunderbar. Dann weiß ich Bescheid. Wir brauchen noch gleich einmal noch eine Einheit. Ich komme auch gerade zur Wache mit einem Gefangenen. Also an sich finde ich ja Polizei ganz cool. Aber, so eine Scheiße hier, ne? Das ist nicht so meins, glaube ich. Ach ja. Aber wenn jetzt die ganze Welt daraus besteht. Das ist nicht so meins. Aber wenn man das schon als respektloses Verhalten hier bezeichnet, ey, alles klar. So, packen die unten, packen die oben. Upsala. Hallo. Funkcheck. Ja, Sprungfederung geht hier auf jeden Fall bei dem Wagen. Wiederholung. Oh, wir hätten hier durchs Tor gefahren können, sehe ich gerade. Falls auch jemand Lust hat, Zollbeamter zu sein, bitte runter zur Garage kommen. Nein, jetzt gerade nicht. Was macht denn hier mein Wagen? Die Dame, nehmen Sie den mal bitte kurz schon mal mit rein. Geht's sofort weiter. Nehmen Sie den schon mit rein, ich komme sofort. Ich habe gerade
aus anderen Fall reingekriegt. Seid ihr der neue Polizeipräsidium, oder? Nö, ich habe aber gerade. Ich habe auch noch andere Fälle hier, ne, Kollege? Wir sind gerade neben, ich habe Kopfschmerzen. Na toll, jetzt ist er weg. Das finde ich natürlich wieder super. 6 Polizisten. Kein Problem, alles gut. Oder eigentlich nur 5, ne? Grüß Gott. Grüß Gott. Den Herrn dürfen Sie einmal durchsuchen. Also ich habe keine Drogen, keine Waffen, keine Dings dabei jetzt. Ja, aber mir wurden gerade Drogen gemeldet, deswegen bin ich ja hier, ne? Ja, kontrollieren Sie mich bitte. Die Dame, wissen Sie, ob er irgendwelche gefährlichen Dinge dabei hatte? Ich konnte nicht nachgucken. Leichte Kopfschmerzen. Hab ich nicht, hörst du nicht zu? Hab ich nicht, kannst mich ja gerne kontrollieren. Auf dem Boot. Oh, Löckchen. So. Nicht mehr normal, ich habe dritte Verkehrskontrolle. Streife 2 ist wieder auf Streife. Gut. Helmut Wilhelm, okay. Bitte nehmen Sie mir keine Briefe aus der Hosentasche. Ja, das sind personalisierte Briefe von den Bürgern. Können Sie einmal mit runterfahren vor die Tür? Da macht gerade einer Stress. Ich mach sie nicht auf, gebe sie nur vor. So verstanden. Machen Sie das. Haben Sie was bei mir gefunden? Ich bin der Helmut Wilhelm. Genau. Jetzt nochmal anders herum. Er weiß selber seinen Namen nicht, auch nicht schlecht. Wie ich mich verteidigen wollte, also Sie sind hier kein Staatsrecht, Sie sind Zöllner, Sie sind für den Grenzschutz zuständig, nicht für die Personalisierung. Auch für Drogen bin ich zuständig. Aber ich habe keine Drogen dabei, oder hast du was in den Briefen gefunden? Es gab einen Verdacht auf Drogen, deswegen bin ich ja hier. Meine Kollegen sind ja genauso hier, beziehungsweise 4 Stück. Ja, also ich werde mich jetzt nicht zu Ihnen äußern, weil Sie nicht für mich zuständig sind. Gut, dann sage ich das den Kollegen weiter und die Kollegen kümmern sich um Sie, genau. Ja. Perfekt. Drogen sind nicht gefunden worden. Kümmert ihr euch um ihn mit, genau. Der Herr ist sehr abweisend, ne? Ja. Bis dann, wir sehen uns noch. Schönen Tag. Alles klar. Bitte, tschüss. Gut, Herr Wolf, kümmern Sie sich weiter um den Fall oder wie sieht's aus? Das dürfen Sie gerne übernehmen. Ich glaube, wir müssen mal zum nächsten Einsatz. Ja. Jetzt müssen wir nur mit der Latinikon, Herr Wolf, was wir mit dem Herrn hier machen. Wo wollen Sie gerade hin? Außer Dienst. Ah, Mist, weil sonst hätten sie mich zum Flughafen mitnehmen können. Ja, gut. Egal, das ist gut. Einmal zur Info, der Herr hatte... Tschüssi, bis denn. Ist zu schnell gefahren, über mehrere rote Ampeln ist er gefahren, das heißt, ist schon... Ja. Gefährliches Fahren auf jeden Fall ist mit drin, den Rest können sie dann entscheiden. Ich weiß nicht, ob der Herr Wolf da noch irgendwas einzuwenden hat. Guck mal kurz weg, lieber. Ja, der Herr Wolf, auf jeden Fall zu fahren über 5 rote oder 6 rote Ampeln. Und, extrem freches Verhalten gegenüber Polizeibeamten. So. Nein, die Tür ist immer noch zu. Ach Gottchen. So, nach unserer ersten, eigentlich nicht ganz erfolgreichen Festnahme, aber, ach, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen hier? Das ist ja... Da muss ich schon wieder mich hier durch katapultieren, das ist doch... So. Also einige Türschlösser müssen hier nochmal mit Sicherheit überarbeitet werden. So, wir ziehen uns mal wieder um auf Zivil. Denn wir wollen das Ganze natürlich auch... gleich richtig machen. So. Was ist der Tesla? Oder was? Naja, das ist meiner. Achso, achso. Das ist so. Deiner. So. Dann machen wir uns mal auf dem Acker. Und wir fahren mal zu unserer Villa, denn ich glaube, ja genau, RTW können wir auch nochmal machen. Ich würde sonst vorschlagen, ich fahre jetzt zu meiner Villa und dann gibt es morgen oder die Tage schon direkt die ersten Folge mit richtig, richtig geilen, RTW-Einsätzen. Ich würde sagen, 17 Uhr oder so machen wir Ausbildung. Ja, ich hoffe, es sind genug Kollegen perfekt. Da.
Und schon wieder geblitzt hier, das ist doch. Es ist doch wieder hier nicht zu fassen. Das ist ja wohl mal wieder nicht zu fassen hier. So. Erdwehreinsätze mache ich dann morgen. Wir müssen auch gleich hier einiges einstellen, vorbereiten fürs morgige Event, was wir auf jeden Fall wieder geplant haben. Und ja, dann geht's direkt von einem Tag direkt in den nächsten rein, würde ich sagen. Ich hoffe, dass der Verkehr hier, ne? Ihr fahrt so, dass man nicht überholen kann. Das ist, finde ich, sehr schön. Außer ich muggel mich mal jetzt hier drin vorbei. So, ganz mal fix hier links runter. So. Dann hier mal schön wieder links. Ah, ne, warte mal, hier ist nicht links. Muss ich weiterfahren. Ach, Gottchen. Eieiei. So, jetzt können wir noch direkt hier links. Denn unsere Villa steht leider ein bisschen außerhalb der Stadt. Da müssen wir dann mal schauen, gleich. Eieiei. Dass wir gleich, hoffentlich die Schüssel dabei haben. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht, ob wir sie haben. Aber das wird sich auf jeden Fall gleich zeigen. So, gib mal Gas hier vorne. LS Zocker, moin moin, hallöchen. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer Villa. Ach, diese LKWs. Die fahren wir schon wieder viel zu viel. Und zu langsam, ey. Das ist echt unglaublich. Ah, komm, wir fahren mal ein bisschen unseren Privatweg entlang. So. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das war hier oben hoch. Eieiei. Ah, okay, ich sehe es kommen. Ich bin hier. Oha. Hoppala. Ich glaube, wenn das so weitergeht, bin ich hier bald auch ein Patient auf der Straße. Bei den Fahrkünsten auf jeden Fall. Aber das Auto ist doch noch irgendwie ziemlich rasant eingestellt, sagen wir mal. Also zum Tuner brauche ich dann mit dem Teil nicht mehr. Eher zum Downgrader, weil sonst komme ich hier nie heile nach oben. Gegen diese Person liegt nichts vor. Nein. So, wir machen es wie in der Realität. Überholen und dann links abbiegen. So. Unsere Traumvilla. Ich hoffe, die Tore gehen auf. Nein, sie geht wieder zu. Okay, dann müssen wir leider langsam durchfahren. Die knallen ja auch schon wieder zum Einsatz. So. Ach, ist das herrlich. Eine eigene Villa zu haben in Köln. Roleplay. Das ist doch etwas, was man unbedingt haben will in seinem Leben. Wenn ihr auch eine eigene Villa haben möchtet, dann kommt gerne hier auf den Server. Arbeitet euch hoch vom Praktikanten in jeder Fraktion möglich, sich nach oben zu arbeiten. Und dann das ganze Geld, was man sich angespart hat, natürlich für eine coole Villa ausgeben oder coole Fahrzeuge. Viel Spaß hier haben. Wie gesagt, besuche noch in jeder Fraktion.
Mitarbeiter für Feuerwehr, für Rettungsdienst, Flughafen, Bundeswehr. Also hier ist ganz, ganz viel möglich. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich springe nochmal hier in den Pool, wenn ich hier einen finde. Ich hoffe, also der Architekt hat mir eigentlich einen versprochen, als ich die Villa hier gekauft habe. Oder der Kollege hier für die, wer ist er? Der Makler, genau. Der Makler wollte mir eigentlich einen Pool versprechen. Muss mal schauen. Nein, ich habe keinen Pool? Was ist das denn? Also, hier oben ist... Ah doch, ich wollte schon sagen. Ich wollte schon sagen, das wäre das einzige an Poolfläche. Ah! Wie komme ich denn hier so pitschenatsche ins Wasser rein? Da kann ich es wohl nicht abwarten, ins Wasser zu springen. Na toll, jetzt sind die Klamotten nass. Oh. Da muss ich wohl erstmal hier ein bisschen mich gleich nochmal hinlegen, Sonnen und so. Oh, sogar Blick aufs Militärfeld. Oha. Müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht noch bei irgendwas erwischt werden. Oder besser gesagt, irgendwas sehen, was wir nicht sehen sollen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr sehr viel Spaß hattet an diesem Stream. Morgen geht's auf jeden Fall weiter. Also schaltet gerne wieder ein. Was wir genau machen, das weiß ich noch nicht. Aber ich denke mal, wir werden mit Sicherheit eine Menge machen. Wir können den Flughafen beleben. Wir können zur Feuerwehr gehen und mal ein paar Rettungsdiensteinsätze machen. Zur Feuerwehr gehen und ein paar Brände hoffentlich löschen. Wir können mal, wenn die Bundeswehr schon klappt, auch mal zur Bundeswehr gehen und schon mal die ersten Übungen machen. Also, kommt liebend gerne hier auf den Server. Wir haben hier noch auf ganz, ganz vielen Möglichkeiten, Jobmöglichkeiten, Stellen offen. Bewirbt euch gerne. Kommt auf Discord vorbei. Bewirbt euch. Werdet angenommen. Kommt auf den Server. Habt Spaß. Und falls irgendwo mal eine Stelle schon besetzt sein soll, keine Angst, keine Panik. Die Zeit, bis die nächste Bewerbungsphase wieder geöffnet wurde, wird auf jeden Fall kommen. Deswegen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Danke an jeden, der dazugekommen ist. Und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns morgen oder die Tage im nächsten Stream oder im Video. Das werden wir sehen. Dankeschön.